Ja, wir haben halt wirklich, also man kann schon sagen, wirklich Glück. Oder wir arbeiten viel dran, dass aktuell das Thema natürlich super relevant ist. Also die ganze Welt unterhält sich über Klimaschutz. Wenn man mit E-Fuels wirtschaftlich erfolgreich ist, hat man automatisch einen Impact auf die Umwelt. Fehler macht man am laufenden Band. Das ist einfach so, das ist einfach wirklich so. Und die Frage ist, wie man damit umgeht. Und viele Fehler bleiben ja letztendlich fast konsequenzenlos oder können irgendwie behoben werden. Und daraus lernt man, dann ist alles gut. Salut und willkommen im Podcast von 0 auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencern mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Treins, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Content-Agentur aus Süddeutschland. Diesmal bin ich schon wieder zu Hause und leider müssen wir wieder in Remote aufnehmen, weil die Lage sich gerade mit Corona sehr, sehr verbessert, aber wir wollten kein Risiko eingehen. In Zoom mit mir sitzt Philipp Engelkamp, ein Name, bei dem ich wieder mal meine Problemchen haben werde. Er sitzt in Stuttgart, wir sind nicht mal weit voneinander. Hallo Philipp. Hallo. Ich freue mich jetzt, den nächsten Satz zu sagen, denn das ist ziemlich spannend für mich, das Thema. Die Firma von Philipp, Ineratec, macht Reaktoren. Ihr habt es ja richtig gehört, sie machen tatsächlich Reaktoren. Ich glaube fast sogar, also man könnte fast sagen tragbaren Reaktoren, wenn man von LKWs spricht, wenn ich mich nicht irre. Und wir müssen jetzt bedenken, dass ich, bevor wir überhaupt anfangen, ein bisschen Fan bin, weil ich gerade Spider-Man, Miles Morales fertig gespielt habe und da geht es auch um Reaktoren. Nur sind es die Bösen, die Reaktoren machen. Ja, bei Ineratec ist natürlich eine andere Liga. Also wieder, hallo Philipp, wie geht's dir? Hallo, mir geht's klasse. Vielen Dank für die Intro. Gott sei Dank sind wir die guten Reaktoren, auch wenn ich dein Spiel jetzt noch nicht selbst gespielt habe. Ja. Aber wir gehören definitiv zur guten Seite. Ja. Ja, wie du schon richtig gesagt hast, wir bauen chemische Reaktoren für die Produktion von E-Fuels, beziehungsweise auch chemische Anlagen dafür, genau. Also E-Fuels heißt, ihr macht was, also heute musst du wirklich wie mit einem Idiot reden, also wie ein Neophyt, weil ich keine Ahnung habe, also ein bisschen, weil ich mal gelesen habe, aber ich tue so, als ob, ne? Was ist E-Fuel? Wie gesagt, also das kennen wir, dass wir da relativ viel erklären müssen. Mhm. Das Thema ist absolut verrückt für jemanden, der nicht so viel damit zu tun hat. E-Fuels sind letztendlich Kraftstoffe, die man aus CO2 und erneuerbarem Wasserstoff gewinnt. Und erneuerbaren Wasserstoff wiederum bekomme ich, indem ich Wasser elektrolytisch, also in einer Elektrolyse durch Beigabe von erneuerbarem Strom, eben in Wasserstoff und Sauerstoff aufteile. Und wenn ich dann eben das Wasserstoffmolekül nehme und das CO2-Molekül nehme, kann ich daraus eben in unseren Reaktoren, in unseren Anlagen Kraftstoffe machen. Also Benzin, Kerosin, Diesel und auch Produkte für die chemische Industrie. Das sind die sogenannten E-Fuels oder E-Products. Okay, das bedeutet, wenn ich es richtig verstehe, aus CO2, was eigentlich keiner haben will, also eigentlich wollen alle CO2 entsorgen. Ihr verwendet CO2 und Wasser und macht damit Benzin. Genau. Genauso ist okay. Es. Genauso ist es. Aber das macht ihr nicht in hektarengroßen Anlagen. Ja, genau. Du hast die Größe schon angesprochen. Derzeit, wir sprechen bei unseren Anlagen auch von Produkten. Wir bringen die in verschiedenen Größen raus derzeit. Unser Produkt, das wir aktuell auf dem Markt haben, die Anlage, ist ungefähr ein 40-Fuß-Container groß und produziert 350 Tonnen Kraftstoff im Jahr. Das heißt ungefähr eine Tonne Kraftstoff am Tag. Mhm. Du hast ja schon angesprochen, dass man sie fast tragen kann. Das geht schwer, weil wir haben letztendlich fast, ich glaube, 40 Tonnen oder 35 Tonnen wiegt eine Anlage mit den Reaktoren drin.
Und der Plan ist jetzt eben nicht kleine Anlagen zu bauen, sondern einfach Module, Produkte auf den Markt zu bringen, die dann über nicht nur die klassische Skalierung, also the bigger the better ist so ein Spruch in der chemischen Industrie, sondern es geht wirklich auch darum, ein standardisiertes Produkt vielfach herzustellen und dann eben darüber ein sogenanntes Numbering up und damit die Skalierung zu erreichen. Also 30, 40 Tonnen, also das passt auf einen LKW, oder? Pro Stück, genau. Und dann, wenn man eben 10 davon haben will, dann ist das gut für die Firma. Dann werden eben 10 bestellt und dann fahren eben 10 LKWs durch die Gegend. Ja. Und irgendwann wird das auch, also man kann sich das im Markt angucken. Derzeit verkaufen wir sozusagen ein Stück in Stücken. Und die Anfragen sind aber so, dass man sehen wird, dass das eher in Hunderte oder Tausende Stücke geht. Und dann kommen eben auch andere Konzepte zum Tragen als zwingendermaßen im Containersystem. In der Industrie nennt man das dann Skid-Mounted, also einfach ein Gerüst, und da hängen dann die Reaktoren drin und machen die Reaktion. Also da gibt es verschiedene Konzepte. Okay, also ich sehe auf dein Hintergrundbild, nehme ich an, einen von diesen Reaktoren. Sieht für mich aus wie einen ganz normalen Container aus. Ja. Ein genau, also das sind die Anlagen. Da sind sogar, man kann sich das auch auf der Homepage angucken. Ist jetzt schade, dass der Zuschauer das nicht sehen kann, aber oder Zuhörer nicht sehen kann. Das ist eine Anlage, da sind jetzt insgesamt 10 Reaktoren drin. Also die Reaktoren sind dann doch nochmal ein Stück kleiner. Okay. Und machen da ihren Job, genau. Okay, also ich finde das total, also für mich, ganz ehrlich, hätte man mir das so nebenher erzählt, zum Beispiel, wenn jemand, den ich nicht kenne, mir sowas, ja, das gibt so Reaktoren, die machen Benzin aus Wasser und Strom, und CO2 und die sind so groß wie ein Container. Hätte ich kein Wort geglaubt, ne? Also für mich ist das ein bisschen Science Fiction. Ich nehme an, dass es oft bei euch der Fall ist. Ich möchte wiederholen, also die 0 auf 1 ist, wir machen jetzt kein PR für Ineratec. Ich finde das irgendwie wirklich spannend, ne? Also wenn ich jetzt sowas haben will in meinem Garten, ne? Also erstmal, wer braucht sowas? Und was kostet so ein Container, wie du da hinter dir hast, mit 10 Reaktoren? Also wir haben es tatsächlich schon mal in den Garten gestellt, allerdings nicht von einer Privatperson, sondern von einer Firma. Das war ein Riesen-Act und das ist nicht der Plan, sondern das war mehr oder weniger eine Demonstration. Also wir haben einfach, der Kunde hat uns provoziert, hat gemeint, das schafft ihr nie im Leben, und dann haben wir ihm das Teil dahin hingestellt. Es hat dann doch geklappt. Die Zielkunden von uns sind definitiv die Flugindustrie. Also wir können Kerosin aus CO2 herstellen. Das ist natürlich gerade aktuell mit der Klimadiskussion super spannend. Aber auch die Automobilindustrie, Elektromobilität finden wir klasse. Also es soll keine Alternative zur Elektromobilität sein, sondern es soll eine weitere Option sein der nachhaltigen Mobilität. Und auch da, man muss einfach mal schauen, wie viele Autos noch auf der Straße rumfahren. Und aus unserer Sicht sollte man einfach den Leuten auch eine Option anbieten, die nicht elektrifiziert Auto fahren möchten. Und dafür wollen wir eben Anbieter sein. Und dann klassisch Raffineriebetriebe, Öl- und Gasfirmen, die chemische Industrie. Also es ist wirklich ein B2B-Business eigentlich. Okay. Und was kostet dann also ein Liter Benzin, wenn er aus eurem Reaktor kommt? Das Verfahren, das wir verwenden, heißt Power-to-Liquid. Also diese Anlagen heißen Power-to-Liquid-Anlagen, weil man letztendlich sehr viel Strom braucht, um diese Kraftstoffe zu erzeugen. Natürlich, Power-to-Liquid sagt das ja auch schon, da hat Strom eben spielt eine große Rolle, und dementsprechend ist der Strompreis auch entscheidend dafür, wie viel nachher die Kraftstoffe kosten. Und der Strompreis ist eigentlich die wichtigste Größe, und dann bewegen sich die Kraftstoffe, ich sag mal, heutzutage eher noch im Bereich 2 bis 4 Euro pro Liter, vielleicht eher. Und es geht aber dahin, dass man eben in sogenannten Sweet Spots for Power to X, Power to Liquid, sei es jetzt in den arabischen Ländern oder Nordafrika, wo viel Sonne ist zum Beispiel oder viel Wind in Südamerika, dass man dort eben sehr günstig erneuerbaren Strom erzeugen kann und den erneuerbaren Strom dann nutzen kann, um ihn eben in Kraftstoffe umzuwandeln. Und das ist eine Form der Energiespeicherung, wie man eben Energie auch in Europa zur Verfügung stellen kann und sie woanders herstellen kann, indem man es eben umwandelt und dann als eine andere Energieform nach Europa importieren kann. Genau. Okay. Okay, jetzt habe ich es, glaube ich, ein bisschen verstanden. Kannst du dich kurz mal selbst vorstellen?
dein Background und gerne. So weiter? Also ich bin 30 Jahre alt. Ich habe am Karlsruher Institut für Technologie Wirtschaftsingenieurwesen studiert, erst im Bachelor, dann im Master. Davor hatte ich bedingt durch den Job meines Vaters 2 Jahre in Shanghai tatsächlich verbracht. Ah, cool. Habe dort auf der deutschen Schule Abitur gemacht, deutsch-französisch übrigens. Also, Abibak, hast du Abibak gemacht? Nee, ich war auf der deutschen Schule, aber wir waren gemeinsam mit den Franzosen auf einem Campus. Oh Gott, ihr Armen. Ich muss sagen, ich habe in der 10. Klasse habe ich Französisch abgewählt und ich habe es wirklich bereut dann am Campus, weil das war echt eigentlich ein cooles Zusammenleben. Und die Sprachbarriere hat den ein oder andere Konversation dann vielleicht doch vermieden. Ja. Und aber es war eine coole Zeit, auch mit den Franzosen zusammen. Okay. Also kein Abibak, du hast nur Französisch beim Abitur gehabt? Nee, ich habe es ja abgewählt leider. Und, ah, okay. Genau, aber ich habe ein klassisch deutsches Abitur aber eben in Shanghai in einer deutschen Schule gemacht. Ja, das ist ziemlich cool, ne? In Shanghai sein Abi zu machen. Oh, gibt Schlechteres, oder? Es war eine verrückte Zeit, ja, auf jeden Fall. Stehst du auf Asien, oder? Definitiv. Also mache super gerne Urlaube da. Ich habe, wie gesagt, 2 Jahre dort gewohnt, bin viel von Shanghai ausgereist, weil es sich einfach anbietet. Ich habe auch ein grünes Startup im erneuerbaren Bereich. Mir blutet immer so ein bisschen das Herz, dass es gefühlt immer voller und immer so mehr Müll zu sehen ist. Das finde ich ein bisschen schade in dem einen oder anderen Land. Ja. Persönlich, aber ansonsten finde ich das einfach super spannend, dort auch mit dem Backpack rumzureisen und einfach auch neue Sachen kennenzulernen. Ich esse furchtbar gern asiatisch und da kann scharf ich mich dann mehr scharf? Rufen. Asiatisch scharf oder nicht? Früher mal schärfer als jetzt, also jetzt ist muss ich aufpassen. Ah, wieso? Hast du Probleme gehabt? Mageln? Ja, also in Asien sowieso ständig, aber ist einfach, wenn man es mehr gewohnt ist, verträgt man einfach mehr. Und da ich jetzt nur noch in Urlaub hinfahre und im Schwabenland ist es ja nicht unbedingt so berühmt, scharf zu essen. Nee. Kennst du Harissa? Ja, kenne ich. Ja, also wir haben hier bei mir zu Hause zu zweit einen Verbrauch von eine Tube Harissa pro 2 Wochen. Das ist Harissa ist super. Also dieses Podcast wird von Le Cap Bon gesponsert. So. Okay, also du bist 30, du hast dein Abi in Shanghai gemacht, Französisch abgewählt und dann? Ja, wie gesagt, in der Schule? In der Schule war ich eigentlich sehr gut. In Shanghai nicht unter den Besten leider. Da gab es immer Leute, die smarter waren als ich. Ist auch okay. Und danach an der Uni dann sowieso. Aber das hat auch super Spaß gemacht, einfach dort zu studieren. Karlsruhe ist eine klasse Studentenstadt. Habe dann auch meine 5 Jahre da verbracht. Die gingen irgendwie schneller rum als gedacht. Karlsruhe ist so cool. Also ich sage es jedes Mal, aber ich liebe diese Stadt. Also ich liebe Stuttgart und Berlin und so. Aber wenn ich wirklich die Wahl hätte und es müsste Deutschland sein, ich wahrscheinlich würde ich Richtung Karlsruhe gehen. Ne? Und KIT sowieso. Ja, auch. Ich kann das nur bestätigen. Sehr, sehr lebenswerte Stadt. Ich bin am Ende froh, dass ich kürzer ich bin ja ursprünglich Saarländer und ich bin am Ende froh, dass ich ein halbes Jahr kürzer in Karlsruhe gewohnt habe als im Saarland, damit ich noch so ein bisschen meine DNA gefühlt behalte. Insofern bin ich jetzt froh, dass man nochmal eine andere Stadt ging nach Stuttgart und die Firma ist immer noch in Karlsruhe, das heißt, ich pendel jetzt während Corona weniger, danach wieder mehr und Und jetzt bist du halt ein Eichschmeckter. Genau, ich mache es besser nicht nach, weil ich kann es nicht, aber ja. Ich kann es auch nicht, aber ich mache es trotzdem. du hast studiert in Karlsruhe. Du kannst dich vorstellen, dass irgendwann mal, wir werden ja über deine Kompagnons sprechen, ich glaube Tim und Paolo. Richtig. Und der Professor Pfeiffer, also Peter, da weiß ich nie, wie dazu kam, aber ich meine, was hast du genau studiert? Ich bin Wirtschaftsingenieur und verrückterweise in dem Fach, in dem ich jetzt sozusagen meine Firma habe, war ich im Studium tatsächlich am allerschlechtesten.
Also genau. da bin ich gnadenlos durch die Prüfung durchgefallen, jedes Mal. Das musste ich immer zweimal schreiben. Ich weiß nicht. Wir werden das schneiden. Stefan, schneide das weg. Also Stefan ist unser Soundingenieur hier bei 0 auf 1. Okay. Aber die Technik machen ja auch die anderen. Insofern passt das für mich schon. Okay, du machst mehr Wirtschaft und die machen mehr Ingenieur. Genau, ich bin der BWLer sozusagen im Team. Habe mich lange um die Finanzen gekümmert. Und jetzt haben wir jemanden gefunden, der in den Finanzen deutlich stärker ist als ich. Und da freue ich mich, dass das jetzt übergeben wurde. Und jetzt machst du nichts mehr. Nee, schön wäre es. Nee, also ich habe nach wie vor Kontakt mit den, also ich bin von der Rolle her nach wie vor Geschäftsführer. Ich bin nach wie vor der Gründer, was auch eine gewisse Rollenbeschreibung mit sich bringt. Und bin dementsprechend zuständig immer noch für große Investoren, für große Kunden. Die Projekte werden von mir mitgesteuert. Das heißt, du hast jetzt geschafft, irgendwie vom Operativ dich zu trennen. Also das thematisieren wir alles, aber ich gehe ja nicht immer meinen Fragenkatalog durch. Du hast es geschafft, also du kannst jetzt sagen, jetzt habe ich es geschafft, mich vom Operativen zu trennen und um wirklich am Unternehmen zu arbeiten, statt im. Ich glaube, dass das ganz nie möglich ist, weil man einfach auch zu viel Leidenschaft dann in den Themen auch einfach hat. Also mir hat zum Beispiel die Finanzabteilung immer sehr viel Spaß gemacht. Jetzt, wo ich im Vertrieb arbeite und auch mich ums Projektmanagement kümmere, bei uns ist das eine Einheit, also Vertrieb und Projektmanagement, macht es mir auch einfach Spaß, die Kunden mit zu betreuen, wenn es große Kunden sind. Und ich glaube, dass man da auch nicht unbedingt raus möchte. Dennoch, ich habe jetzt den Finanzbereich übergeben. Das war eine super Entscheidung. Ich habe das auch in meinem Kopf abgegeben. Gerda ist unsere Finanzchefin jetzt, so heißt sie. Gerda würde sagen, du könntest noch mehr abgeben, aber ich glaube, dass das bereits ganz gut funktioniert. Ja. Ruhig, Pferde, ruhig. Ja, genau. Okay, und das heißt, irgendwann mal, du hast studiert und du bist morgens aufgewacht und du hast gesagt, geil, ich mache jetzt Reaktoren. Ich werde dieses Wort so oft wie möglich in diesen Podcast platzieren, weil es einfach geil ist. Ne? Also du bist aufgewacht und hast gesagt, ich mache jetzt Reaktoren. Ich bin zwar schlecht in Reaktorenwissenschaft, aber... An der Stelle kann man eine kleine Story ruhig erzählen, die genau mit dem Reaktoren zusammenpasst. Wir haben, wir heißen ja Ineratec und woher kommt denn der Name? Das sind innovative Reaktortechnologien, aber weil Ineratec sich halt nicht so, das funktioniert nicht so richtig, haben wir es halt Ineratec genannt. Und wir sind ja eine Ausgründung aus dem Karlsruher Institut für Technologie. Das heißt, die Technologie kommt aus dem KIT und vom Campus Nord. Und der Campus Nord war ja früher das, sozusagen, die haben ja auch an Kernforschung gearbeitet oder an Kernforschung betrieben. Und, also die haben auch Reaktoren gebaut. Ja, aber komplett andere Reaktoren, nämlich Kernreaktoren. Und als wir den Vorschlag gemacht haben an die Universität, wie denn jetzt unser Name ist, hat man uns dann geraten, dass wir doch bitte in unserem Slogan unter Ineratec noch chemische dazu schreiben, weil man das besser fände, wenn das KIT keine Kernreaktoren mehr kommunizieren würde. Das war schon eine lustige Sache, dass das dann direkt bei den Leuten hat nichts mit Kernreaktoren zu tun. Das ist einfach ein chemischer Reaktor, der heißt halt genauso. Ja, genau. Also erzähl mal die Anfänge. Hast du Paolo, also ich nehme an, der Peter Pfeiffer hast du dann direkt bei KIT, weil der ist ja da Professor. Aber wie hast du Tim und Paolo kennengelernt? War das alles bei KIT? Es war eigentlich genau umgekehrt rum. Also der Professor Pfeiffer hat auf dem Gebiet seit Anfang der 2000er gearbeitet. Paolo und Tim haben bei ihm promoviert, beziehungsweise bei ihm am Institut. Und haben die Technologie sozusagen mit vorangebracht. Und es war irgendwann der Zeitpunkt, wo die Technologie aus dem Forschungsstadium eigentlich fertig war. Also es wurde auch nicht mehr weiter verfolgt, das Thema auf der Forschungsebene. Und es war eben die Frage, lässt man das Thema fallen oder macht man jetzt eben eine Ausgründung? Mhm. Und ich kannte Tim von BASF. Also wir haben beide bei BASF gearbeitet, zeitweise. Und wir haben uns kennengelernt dort, wir haben dann Kontakt gehalten und er meinte irgendwann, Philipp, wir haben hier was an der Uni, wir brauchen dringend jemanden, der mit Zahlen umgehen kann und mit Geld umgehen kann und willst du nicht mitmachen? Mhm. Und damals hatten Tim und ich beide einen Job, ich war Berater im Vertrieb und Tim war bei BASF
bei einer Tochtergesellschaft. Und dann haben wir beide den Job relativ kurzfristig gekündigt und sind dann zu Inerte gegangen. Genau, und okay. Dann war das Viererteam war dann geformt. Alles klar. Das ist schon wieder mal so eine Sache. Und das ist schon wieder so ein Moment, wo ich mich freue, dass wir in diesem Podcast Zeit haben. Weil jetzt würde ich das normalerweise einfach durchgehen lassen. Aber wir haben Zeit. Also, Moment. Du hast einfach gekündigt, weil du eine tolle Reaktoridee hattest. Und also so klingt es gerade. Aber gab es da keine Ängste, keine Bedenken oder? Doch, auf jeden Fall. Also wir haben, da waren schon 2-3 Monate dazwischen. Aber die Entscheidung, dass wir das machen, fiel tatsächlich an einem Tag. Genauer an einem Abend beim netten Abendessen und einem Rotwein mit den Mitgründern. Da war das eigentlich klar, dass wir das machen werden. Nur dann fängt eigentlich schon die Arbeit an, weil in dem Moment, wo man als Team sich formt, fängt man ja an, noch zu überlegen, was müssen wir jetzt als nächstes tun? Okay, wir haben jetzt ein Team, wir haben eine gute Idee, was müssen wir jetzt tun? Und für uns war der nächste Schritt eben, dass wir uns um eine Finanzierung kümmern. Das ist Hardware, also man braucht sofort Geld. Man kann nicht einfach einen PC kaufen und eine App programmieren. Also das soll jetzt nicht abwertend sein, sondern es ist Hardware. Es ist halt einfach Hardware und ich brauche halt Dinge, die ich kaufen muss. Und dementsprechend haben wir uns direkt um eine Finanzierung gekümmert und als die dann schreibt man so Anträge und Formulare und so, und als die dann da war, haben wir dann gekündigt und sind direkt in die Firma rein. Okay, weil, wie soll ich mir das vorstellen? Du hast gemeint, dass das Ganze war, was die Forschung angeht, fertig. Gab es schon Prototypen oder war das nur Simulation? Man vermutete, dass es klappt, oder es gab Prototypen, die dann tatsächlich E-Fuel gemacht haben? Nee, es gab damals Reaktoren, die ist jetzt relativ technisch aus einem, sozusagen, es war nicht der komplette Prozess abgebildet, sondern nur die Kraftstoffsynthese hinten. Also es sind zwei Arten von Reaktoren drin und die letzte ist die Kraftstoffsynthese. Und die Idee war sozusagen, wir machen aus Abfallprodukten erneuerbare Kraftstoffe, also einfach Recycling. Und das war die Ursprungsidee. Und welcher Abfall das sein würde, war uns selbst noch nicht so ganz klar. Sondern es sollte einfach Abfall sein. Es gibt ein Video von meinem Mitgründer Paolo auf Google, ganz von Anfang an, wo er das versucht einfach zu pitchen, und er hat einfach so eine Box dabei. Da weiß ich noch, das war die teuerste Box der Welt, weil er einfach einen ganzen Tag daran gearbeitet hat. Und da steckt dann eine Bananenschale auf der einen Seite rein und holt auf der anderen Seite dann Kraftstoff raus. Und das war so damals das, was wir gedacht haben. Wir wandeln halt Müll in Kraftstoff um. Mhm. Und der Reaktor dafür, der war fertig, theoretisch, für den letzten Schritt. Aber es ist nichts im Vergleich zu dem, was wir seitdem noch machen mussten, damit das wirklich ein marktfähiges Produkt wird. Mhm. Also es war eher so, dass das Grundkonzept hat gestanden, aber kein marktfähiges Produkt. Okay. Also wenn ich Bananenschale reinhöre und Energie raus, dann ist ja klar, Leute aus meiner Generation denken sofort Back to the Future. Ja, das ist auch völlig verrückt und auch wirklich, also die Bananenschale, das kann man tatsächlich machen, aber da kommen eben noch andere Prozesse dazwischen. Ja. Es war halt so stark vereinfacht, aber das sind so, wir haben so ein, bei uns in der Firma so ein Channel, wo wir immer an Weihnachten irgendwie so einen Klassiker rausholen, und das ist einer der Lieblingsklassiker, weil das Video ist einfach der Hammer. Das ist schon, ja, logisch, schon logisch. Super. Wir werden auch den Link zu dieses Video dann in der Description machen. Du schickst es mir dann, ne? Ja, aber bitte nicht zu ernst. Also das ist wirklich technisch nicht ganz richtig. Ja, klar, aber gut, das könnt ihr euch leisten, sowas zu zeigen jetzt, weil ihr habt wirklich ein Konzept, das funktioniert, das verkauft sich, das, genau. So, also ganz einfach, ne? Ihr entscheidet, dass ihr aufhört. Sucht nach Finanzen und kriegt Finanzierung und macht euren ersten Reaktoren. Wie habt ihr die Finanzen gefunden? Wie habt ihr also Investoren gefunden? Wie hat es denn geklappt? Also es gibt ja viel Diskussion über Finanzierung in Deutschland auf allen Ebenen. Eine Sache, die aus meiner Sicht sehr, sehr gut läuft, sind finanzielle Mittel für Ausgründungen aus Universitäten. Also da gibt es verschiedenste Programme, jetzt für Baden-Württemberg beispielsweise das Programm Junge Innovatoren.
Da wird dann Personalmittel werden zur Verfügung gestellt. Das heißt, man hat dann eine Halbtagsstelle, aber immerhin muss man sich nicht über sein täglich Brot Gedanken machen oder Mama und Papa nach Geld fragen. Und man bekommt so ein paar tausend Euro, um Dinge zu kaufen. Das Programm haben wir bekommen, das hat uns einen richtigen Boost gegeben. Wir haben das Programm dann zugunsten von dem sogenannten Exist-Forschungstransfer abgegeben. Also wir haben das dann, das erste Programm, gekündigt und das zweite haben wir dann bekommen und sind dann da rein. Mhm. Und da geht es dann wirklich auch um wirklich größere Geldbeträge, damals bis zu 250.000 Euro, die eben von der Universität verwaltet werden. Und dann auch, habt ihr dann einfach den ersten Reaktor gebaut? Ja, stimmt, aber eben an der Universität. Also es wird alles im universitären Umfeld noch gemacht. Und so haben wir begonnen. Also das waren mit Personalmitteln, also wirklich auch eine signifikante Summe, wo wir wussten, die nächsten 2 Jahre sind wir eigentlich als Gründerteam auf jeden Fall durchfinanziert, inklusive Möglichkeit, um die Idee einfach umzusetzen. Und das war einfach, ohne das hätte das wahrscheinlich nicht funktioniert. Darfst du sagen, wie viel? Also du hast so grob, wie viel ihr damals bekommen habt? Ja, das war, da ist immer noch Gelder dabei, um sozusagen die Verwaltung an der Universität auch, irgendjemand muss ja zum Beispiel Bestellungen auslösen, die müssen auch bezahlt werden und inklusive diesem Geld war das knapp 1 Million. Knapp 1 Million. Und das also heißt, equity free, ne? Also man muss keine Anteile dafür abgeben. Genau, das wäre die nächste Frage. Ne? Was hat die Uni davon? Einfach nur Spaß an Forschung. Ja, also das finde ich auch klasse. Mittlerweile hat man ja festgestellt, dass eine Universität nicht nur wegen der Forschung bestehen soll und die Ergebnisse, wie gesagt, bis zu einem bestimmten Punkt getrieben werden, ab dem eben eine Forschung auch erledigt ist, genau wie es bei uns war, sondern es geht wirklich an den großen Universitäten darum, wie kann ich eigentlich aus meinen Forschungsergebnissen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Mehrwert generieren. Und dafür gibt es diese Programme, seitens des Staates und auch seitens der Universität, um das einfach weiterzutreiben. Und was haben die davon? Die haben eine Ausgründung, die auch erfolgreich ist, die wiederum umgekehrt Werbung für die Universität macht. Bei uns ist zum Beispiel die Universität auch beteiligt, also auch ein finanzieller Mehrwert ist da unter Umständen da. Und das sind alles Dinge, die einfach am KIT auch mit einem professionellen Beteiligungsmanagement wirklich super betrieben werden. Das ist auch wirklich echt stark dort. Okay. Das muss man echt sagen. Also das war aber die Firma, wann wurde die Firma gegründet? Gleich nach dieser ersten Hilfe oder wann wurde Ineratec gegründet? Ineratec wurde am 24. Mai 2016 gegründet, also wirklich wir haben uns 2014 haben wir uns als Team geformt und dann hat es fast 2 Jahre gedauert, indem wir als Universitätsgruppe dann unterwegs waren, aber mit dem klaren Ziel eben auszugründen. Das ist auch eines der Ziele dieses Forschungsprogrammes, dieses Forschungstransfers. Es ist eine Voraussetzung, dass am Ende des Programmes muss die Firma gegründet sein. Und wir haben das sofort am Anfang gemacht, weil wir direkt einen Kunde hatten, der von uns wir hatten direkt einen Auftrag gegeben. Okay. Mehr oder weniger im ersten Monat. Und wir mussten sofort nach Start dieses Programmes, mussten wir halt gründen, damit wir anfangen können. Und ist der Kunde noch bei euch? Der ist noch bei uns, genau. Okay. Den haben wir jetzt auch, mit dem haben wir, ich weiß nicht, 5, 6, 7 Projekte gemeinsam gemacht. Das ist in Finnland ist das gewesen und das war klasse. Also es ist ein Konzept, mit dem ich mir zurzeit auseinandersetze. In Frankreich sprechen wir von Traktoren und von Raketen. Traktoren sind Firmen, die eigentlich damit wachsen, dass sie von Anfang an Kunden haben. Das heißt, das dauert, das ist langsam, aber das kriegt man nicht kaputt. Und Raketen sind natürlich Startups, die gleich mal ein fettes Budget bekommen und dann gleich mal in die Luft abgeschossen werden. Natürlich mit viel Risiko, Explosionsrisiko. Ihr seid da so eine Mischung zwischen Traktor und Rakete, oder? Jetzt muss man das, also ja und nein. Wir wären, glaube ich, wenn man uns jetzt mit einem digitalen Startup vergleicht, das einfach unendliche Skalierungsmöglichkeiten hat in sehr, sehr kurzer Zeit. Ja, ich mache eine Plattform, ich organisiere mir Nutzer dieser Plattform und eigentlich die Arbeit wird eigentlich von den Nutzern der Plattform gemacht und nicht von mir und ich profitiere sozusagen von meinen Nutzern. Mhm. Das ist so ein Modell, das kann ja innerhalb von wenigen Monaten kann das ja durch die Decke gehen. So, das funktioniert bei uns nicht so in der Form.
weil wir einfach Dinge bauen müssen. Nochmal, wir sind ein Hardware-Startup und die Reaktoren müssen halt gebaut werden. Aber ich glaube, für ein Hardware-Startup sind wir sehr, sehr schnell gewachsen und in der Szene werden wir durchaus als die Rakete wahrgenommen, auf jeden Fall. Ja. Okay, aber immer mit Kunden. Schon von Anfang an. Immer mit Kunden, von Anfang an. Wir haben knapp, seid ihr jetzt schon rentabel oder noch nicht? Wir waren ab der Gründung rentabel. Genau, also das meine ich mit der Mischung zwischen Traktor und Rakete. Also ich bin natürlich ein Anhänger von Traktoren, aber ich bin ein von diesen Traktoren, die auch sehr gerne in den Sternen gucken. Deswegen freue ich mich dann, wenn ich die Mischung habe. Das heißt, der Million kam auch in 2016. Das ist ein Programm, das lief zwischen 2016 und 2018. Die Mittel, also das ist jetzt sehr technisch, aber die Mittel fließen in dem Projekt der Universität zu. Das heißt, die haben wir gar nicht gesehen, sondern wir wurden dann letztendlich von der Universität bezahlt und wir haben auch Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, um an der Universität gewisse Versuche zu machen und das Produkt einfach weiterzubringen. Okay. Gleichzeitig, sozusagen parallel dazu, ist man aber auch in dem Programm verpflichtet, seine Firma voranzubringen. Das ist die Hauptaufgabe. Und wir haben direkt gegründet, haben direkt Mitarbeiter eingestellt und die Mitarbeiter haben an den Kundenaufträgen gearbeitet. So ist es dann gelaufen. Okay, okay. Und seid ihr jetzt noch verbunden mit der Uni oder ist es nur ein Teil? Also wir sind bei uns Anteilseigner. Das ist noch so und da freuen wir uns auch drüber. Darfst du sagen? Also man kann das ja im Handelsregister nachgucken. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir es nicht überall rum erzählen, aber es ist ein kleinerer Betrag, also ein kleinerer Anteil an Shares einfach, die sie haben. Wir freuen uns aber sehr, dass sie das machen, weil das KIT einfach auch eine starke Marke ist und das Vertrauen dieser Marke KIT zu haben, dass es eine gute Idee ist, ist einfach auch für uns wichtig und richtig. Mhm. Genau. Okay. Und gab es dann nach 2016 dann andere Investoren, die dann ins Boot kamen? Nur einen. Also wir haben noch den Hightech-Gründerfonds, ganz klassisch auch wiederum für ein Hardware-Startup. Mhm. Der macht ja aus Bonn heraus genau diese Investments eben in die frühe Phase mit vergleichsweise kleinen Beträgen. Bei uns war es dann auch schon wieder ein schöner Betrag, 2018, den wir eingesammelt haben. Aber wirklich die Finanzierung der Eneratec ist weniger ein klassischer Venture Capital Case bisher, als mehr eine Mischung aus Kunden, Förderprojekten, mit denen wir unsere Entwicklung weiterbringen und einfach Kundengeschäft. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Das macht die DNA von uns aus. Okay. Nur mit Forschungsprojekten kann man aber nicht rentabel werden, sondern ich brauche ja auch Projekte, mit denen wirklich Geld verdient werden kann. Ja, genau. Es ist ja ein Unternehmen, ne? Also mit dem Ziel, Umsatz und Gewinn zu erzeugen oder zumindest zu wachsen, sagen wir mal. Ne? Wie viel seid ihr jetzt bei Eneratec? Ich habe heute Morgen gerade nochmal nachgefragt, weil sich das wirklich fast täglich ändert bei uns. Also wir sind jetzt 65 Leute im Team und davon sind ungefähr 53 Festangestellte. Genau, also wirklich schon ein großes Team geworden, okay. Über 50 Leute. Und ja. Wie viel sind prozentual so Techniker, Ingenieure, also wie viel setzen sich wirklich mit der Technik auseinander und bauen die Dinger? 80% würde ich sagen. 80%, genau. Ja. Also wir haben wirklich über 80% Ingenieure angestellt, mit einem Master, mit einem Bachelor. Man muss aber auch gucken, warum das so ist. Also wir haben einen sehr starken Tech-Hintergrund hinter uns und auch wirklich technische Entwicklung. Jetzt geht es aber wirklich auch mehr dahin zu sagen, wie können wir eigentlich diese Reaktoren günstig produzieren? Welche Abläufe brauchen wir im Einkauf, damit das Sourcing besser läuft? Und da kommen jetzt auch wirklich Leute, die super fit sind in Dingen, die Akademiker einfach nicht so drauf haben. Und das ist eine super spannende Zeit bei uns, dass jetzt einfach neue Kompetenzen auch reinkommen, nach denen wir auch aktiv suchen. Also Mechaniker, Schweißer, Elektriker, das ist einfach, das macht jetzt richtig Spaß, wenn man unten in die Halle kommt. Weil die kommen natürlich auch mit, also sagen wir mal so, Nicht-Akademiker kommen mit einem ganz anderen Blick wahrscheinlich auf das Ganze. Und ist es so, dass die dann manchmal auf einfache Ideen kommen, auf die ein Akademiker nicht gekommen wäre? Ist das überhaupt relevant?
Nee, ist auf jeden Fall relevant. Also die arbeiten, wie gesagt, bei uns in allen Abteilungen, hauptsächlich auch in der Produktion. Und wir haben unfassbar gute Leute in der Produktion. Also ich laufe zum Teil, obwohl ich ja mit der Produktion eigentlich nichts zu tun habe, wir haben einen Bereichsleiter dafür, der das macht. Trotzdem laufe ich, wenn ich in Karlsruhe bin, einmal die Woche, laufe ich durch die Produktion und frage die Leute, wie geht's dir, was hast du für Ideen? Und das zu hören ist einfach genial, weil das so andere Gedanken sind, die man nicht, selbst nicht hat. Und man kann da nicht immer alles umsetzen, leider. Aber die besten Ideen setzen wir dann um. Und da können wir nur von profitieren. Okay, also ihr habt finanziert bekommen, von Anfang an Geld verdient, also eure Reaktoren gebaut. Und wie akquiriert ihr neue Kunden? Also ja, wir haben halt wirklich, also man kann schon sagen, wirklich Glück oder wir arbeiten viel dran, dass aktuell das Thema natürlich super relevant ist. Also die ganze Welt unterhält sich über Klimaschutz. Der aktuelle Wahlkampf wird über Klimaschutz geführt. Elektromobilität ist in aller Munde und auch klimaneutrales Fliegen ist einfach super wichtig. Und dementsprechend haben wir wenig Kaltakquise, sondern es ist eigentlich so, dass wir im Plattformgedanken uns präsentieren über verschiedene Kanäle. Also wir haben eine eigene Abteilung, die sich nur mit Kommunikation befasst, Social Media einfach nutzt. Dann Forschungsprojekte, in denen wir immer wieder Veröffentlichungen schreiben müssen oder Präsentationen halten dürfen müssen. Und das einfach immer wieder als Plattform nutzen, um einfach neue Kunden zu generieren. Jetzt letzte Woche kam eine Nachricht zum Klimaschutzgesetz raus. Kurz danach rufen halt wichtige und große Radio- und Fernsehsender an und wollen Interviews führen. Und kurz danach steht halt bei uns nicht mehr die Leitung still. Und okay, das sind halt alles Dinge, wo wir einfach ein Riesenglück haben, dass wir da so in dem Strudel, den Strudel mitgenerieren und den Strudel auch wieder nutzen können. Ja. Okay, da möchte ich ein bisschen mehr bohren als Marketingmensch. Okay, also ich meine, euer Produkt ist euer Produkt in, also wie soll ich das ausdrücken? Bei Leute, die euren Produkt brauchen, wissen die, dass es sowas gibt überhaupt? Teilweise. Also die meisten, würde ich mal sagen. Ja. Mittlerweile sehr viele. Das hat sich auch geändert. Früher war das wirklich, also früher heißt vor 3 Jahren, war das noch absolut weit weg für die Leute. Mittlerweile können die Menschen, die in dem Sektor aktiv sind, mit Power to Liquid oder E-Fuels auf jeden Fall was anfangen. Die, also allgemein einfach, wenn man nicht jetzt in dem technischen Bereich unterwegs ist, fällt es noch vielen schwer und dann ist es für viele auch neu. Aber unsere Kunden tendenziell wissen, was da getan wird, aber eben auch eher auf einem sehr generellen, allgemeinen Niveau. Okay. Und genau, ja. Das heißt für euch, was ist der größte Hebel für euch? PR, Social Media? Weil ich kann, also ich meine, wenn ich eine Website verkaufe, dann suchen die Leute nach einer Website. Sie wissen, was das ist. Sie wissen, dass sie das brauchen. Ne? Bei E-Fuel, nehmen wir mal an, ein Flughafen, weiß jeder Flughafen, dass er mit E-Fuel was anfangen kann. Also wenn die das nicht wissen, dann ist PR das Wichtigste. Oder Social Media, weißt du, wie ich meine? Also ich bin jetzt bräuchte ich die Kollegen, die sich da fachlich noch besser auskennen. Die Isabel als ich. Wahrscheinlich, ne? Isabel zum Beispiel, genau, die ist da topfit, ist ja wirklich Wahnsinn. Okay. Nee, letztendlich, es geht einfach darum, dass man sich anguckt, was passiert eigentlich um uns herum und wie reagieren wir darauf und was sind unsere Antworten dafür. Und Social Media bietet einfach die Möglichkeit, mit allen, die sich dafür interessieren, so zu kommunizieren, dass man auch seine Message platzieren kann. Und ich glaube, dass wir da wirklich auch stark drin sind, weil wir eben auch eine starke Message haben. Wir wollen mit diesen E-Fuels natürlich wirtschaftlich erfolgreich sein, aber wir wollen auch, oder wir wollen, wenn man mit E-Fuels wirtschaftlich erfolgreich ist, hat man automatisch einen Impact auf die Umwelt. Das heißt, doing good and doing well, so auf Neudeutsch. Und das ist einfach eine super spannende Message, die wir auch einfach platzieren dann. Okay. Habt ihr
Also ihr habt wahrscheinlich von Anfang an einige Probleme lösen müssen. Was ist jetzt zum Beispiel heute die größte Herausforderung bei euch? Oder bei dir in deinem Bereich? Also es ist tatsächlich die Skalierung des Unternehmens ist täglich eine Herausforderung. Also wir waren letztes Jahr 37 Angestellte im April und jetzt sozusagen ein Jahr später, im Mai, Juni, waren wir eben 53. Und das ist jetzt einfach von der Absolutzahl 16 neue Leute. Ja, okay, manche Gründer, die hier auch schon im Podcast waren, sagen, ja, ist ja easy. Aber letztendlich ist es jedes Mal. Prozent ist es viel. Genau, jedes Mal ändern sich die, muss man schauen, wie kann ich die Werte erhalten, wie kann ich die Leute onboarden. Ich werde 70%, 50% größer. Was bedeutet das für meine Abläufe? Was bedeutet das für meine Abteilung? Und das sind einfach Dinge, die tatsächlich, jeder erzählt das immer, aber es ist tatsächlich eine Aufgabe, die Skalierung zu betreuen. Eine Herausforderung, ja. Das heißt, für euch ist das, also das Problem, ob ihr größer werdet, habt ihr nicht. Die nee. Nachfrage wächst, es wird immer mehr. Das Problem, was ihr habt, ist es, wie könnt ihr diese Nachfrage befriedigen? Und wächst ihr, habt ihr kein chaotisches Problem? Seid ihr so gut organisiert, dass ihr einfach strukturiert wächst? Oder ist es erstmal Leute einstellen und schauen? Also am Ende geht es ja darum, dass die Aufgaben erledigt sind und dafür braucht man Leute. Also es bringt ja nichts, langsam zu wachsen und dann sozusagen Sachen liegen zu lassen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, wenn ich halt unkontrolliert einstelle, dann werden die Aufgaben auch nicht gelöst. Wir versuchen einfach über so eine Art Mentorship innerhalb der Firma, also jeder Neue bekommt einen Betreuer, es werden relativ klare Aufgaben definiert, die man ohne große Einarbeitung sofort beginnen kann. Und je mehr man in dem Thema drin ist, umso mehr wird man selbst dieser Mentor und kann dann eben die Aufgaben auch weitergeben. Mhm. Ich würde auf keinen Fall behaupten, dass das alles perfekt ist. Ich glaube, das ist auch unglaubwürdig einfach. Das ist Company Building, da passieren Fehler, da stellt man auch mal die falsche Person ein. Dann trennt man sich wieder von der Person, was bei uns sehr, sehr selten vorkommt, aber es kommt trotzdem vor. Mhm. Und dann geht es einfach weiter. Und ja, das Wichtige ist, dass man, also aus meiner Sicht wichtig ist, dass man da einen klaren Kopf bewahrt und auch mal die Vogelperspektive einnimmt und überlegt, was machen wir da eigentlich? Ja. Und dann immer wieder dagegen steuert. Also ja, so würde ich es vielleicht beantworten. Okay, dann reden wir über diese Angestellte und die Fehler, die man macht, also Team, Angestellte. Habt ihr eine Unternehmenskultur? Ist sie geschrieben? Ist sie bewusst? Ja, also haben wir. Wir haben das eben so weit, wie man das im Startup haben kann, beziehungsweise wir haben es so viel notiert, wie man das da haben kann. Ich glaube, dass wir relativ stark die Werte auch in uns wirklich drin verankert haben. Mhm. Was bei uns wirklich spannend ist, das Kernteam aus der Gründung, so plus die ersten, sagen wir mal, 10, 15 Leute, sind fast noch alle da. Und das hat einen riesen Vorteil, weil diese Kern-DNA, die man am Anfang aufgebaut hat und die man lebt, eben auch automatisch weitergetragen wird. Und jetzt geht es, das ist das, was ich eben meinte, jetzt geht es darum, was passiert denn, wenn ich jetzt plötzlich 100 Leute einstelle? Dann muss man eben sicherstellen, dass diese DNA, die bei diesen 10 Leuten perfekt verankert ist oder 15 Leuten, auch vervielfältigt wird. Das heißt, ich muss anfangen, diese Werte aufzuschreiben. Und das ist was neu ist für uns. Weil die ganze Zeit ging es halt abends dann beim Bierchen, hat man sich halt hingesetzt, hat gesagt, hör mal, das ist der Firma wichtig, passt. Und jetzt muss man es eben aufschreiben und definieren und sich genau Workshops machen. Also was ist jetzt uns wichtig? Mhm. Aber haben wir und leben wir auch und finden wir auch sehr, sehr wichtig. Okay, also die nächste Frage wäre auch, wie wichtig ist es? Jetzt hast du es beantwortet, es ist sehr wichtig. Ich muss immer wieder mich erklären. Man fragt mich, also sagen wir mal, kleineren Unternehmen, die jetzt Zuhörer sind, also größeren Unternehmen wissen das, ne? Aber kleinere, mittelständige, auch teilweise Unternehmen, die so 100, 200, 300 Mitarbeiter haben, fragen mich manchmal so, warum sprichst du immer über Unternehmenskultur? Ne?
Und weil es einfach ja wichtig ist, das ist kein Hokuspokus, wir gehen Bäume kuscheln zusammen. Das, ja, du hast es ja erwähnt, ihr macht ja Workshop über das Thema Unternehmenskultur und das kann natürlich auch sehr weit gehen, das kann bis zu Klamotten gehen und, ne, mit Corporate Behavior und so weiter. Aber das ist wirklich wichtig. Ich finde die Art, wie du das aber jetzt dargestellt hast, sehr interessant mit dieses Kern-DNA und so weiter und so weiter. Und ich nehme an, dass bei Reproduzieren dieses DNA immer wieder Mutationen kommen, um in aktuellen Wortschatz zu kommen, zu bleiben mit der Corona-Pandemie. Genau. Es gibt auch Mutationen, die durch die neue Mitarbeiter kommen, oder? Es gibt immer eine Veränderung, genau. Also auf jeden Fall. Und dann ist eben die Frage, wie geht man auch damit um und wie stark ist das alles verankert, klar. Wie sehr lassen wir uns beeinflussen von diesen neuen Strömungen? Ja, auch eine ganz spannende Frage, die ich so gar nicht beantworten kann, weil einerseits ein Punkt, den wir wirklich als Kern-DNA bezeichnen, ist, dass wir gegenüber allem offen sind. Also wir sind ein sehr offenes Unternehmen in allen Belangen. Und wir möchten eigentlich auch von anderen Menschen aktiv lernen, indem sie andere Gedanken mit reinbringen. Aber trotzdem, also die Werte, die wir aufgestellt haben, ist einfach, dass wir ein wirtschaftliches Unternehmen sind, dass wir Mehrwert generieren, dass wir 1+1 nicht als 2, sondern als 11 verstehen. Das heißt, wir sind ein Team. Und typisch Programmierer. Ja, und wir sind halt... wir wollen halt Pioniere sein. Das heißt, wir wollen einfach auch den Wandel herbeiführen und Innovationen am Markt platzieren. So, das sind so die Kernbotschaften, die wir auch jedem mitteilen. Und von da aus ist es relativ leicht, immer wieder zu sagen, folgt man jetzt dieser Kernidee? Ja, sind wir noch Pioniere? Sind wir noch ein Team? Und schaffen wir noch Mehrwert? Und von da aus kann man sich relativ leicht weiterhangeln, würde ich mal sagen. Pionier und das Schöne war auch, wir haben das so erfasst, dass wir mal an der Weihnachtsfeier haben wir so einen Kurzworkshop gemacht, als jeder Mitarbeiter durfte definieren, auch was ihm persönlich an der Firma wichtig ist. Und daraus haben wir das dann aggregiert und zusammengefasst und da ist es dann entstanden und dementsprechend folgen da auch die Leute. Und in welcher Form ist das bei euch? So, ist das eine Word-Datei? Ist das ein Wiki? Also wie gesagt, das ist eine der Lehrstunden in den letzten Monaten und wahrscheinlich Monaten, war wirklich dieses, wenn ich skaliere, muss ich das, was ich als Gründer und Kernteam in meinem Kopf habe, auf Blatt Papier und in PowerPoint bringen, damit ich es vervielfältigen kann. Mhm. Weil wenn ich eine Person einstelle, kann ich es der Person erklären, kein Problem. Wenn ich aber 100 Leute einstelle oder 10 Leute einstelle und ich muss es jedem Einzelnen erklären, brauche ich einfach viel länger, als wenn ich es einmal auf Papier schreibe, sage, Leute, komm, lest es euch bitte durch. Wir machen eine Stunde freitags wir haben einen Onboarding-Prozess, vereinfacht stelle ich das jetzt gerade so dar, aber innerhalb des Onboarding-Prozesses bringe ich eben jemanden die Werte nahe, indem ich das verteile und eben multipliziere, um dann eben zu gucken, dass das verankert ist, auch in den Köpfen. Mhm. Und dementsprechend haben wir das in einem Handbuch, wir haben ein Handbuch, und das Handbuch wird jedem neuen Mitarbeiter ausgedruckt und wenn er kommt in die Firma mit einem Willkommenspaket, mit einem Hoodie und T-Shirt und so weiter auf den Tisch gelegt. Und das soll dann bitte gelesen werden und da wird auch immer wieder dann dran erinnert, dass es diese Werte auch gibt. Und für dieses Onboarding hattest du gesagt, da habt ihr, also ich weiß das Wort nicht mehr, was du benutzt hast, aber für mich ist Patenschaft geblieben. Das heißt, jeder hat Mentor oder hast du? Ja, also genau, das, wie wenn man reinkommt, je nachdem, in welchem Bereich das ist, gibt es eben eine betreuende Person, einen Mentor und der übernimmt sozusagen, der oder die übernimmt sozusagen die Einführung des neuen Mitarbeiters und der neuen Mitarbeiterin. Und wer war Mentor von deinem neuen Finanzdame oder Finanzherr? Ich glaube, Mentor ist ganz schwierig da, weil am meisten gelernt habe ich von ihr. Aber sozusagen, wie funktioniert die Firma, kann sie als Außenstehende nicht wissen. Und da haben wir einfach super zusammengearbeitet und uns gegenseitig einfach unwahrscheinlich viel geholfen. Ist auch eine Sache, die ich immer wieder, ich bin auch viel bei so Gründungsveranstaltungen und immer wieder Gründern sage, die noch näher an der Firmengründung sind, als das jetzt bei uns der Fall ist, obwohl wir auch immer noch sehr jung sind. Es gibt nichts Besseres, als von anderen Leuten zu lernen und einfach smarte Leute im Team zu haben, die Dinge können, die man selbst nicht kann. Das ist wirklich, es macht richtig Spaß dann. Ja, großes Thema bei uns zurzeit bei der Agentur.
Ich versuche das auch weiterzugeben. Und zwar, also für mich das größte Erfolgserlebnis wirklich ist immer, wenn ich etwas angehe, von dem ich keine Ahnung habe, ja, und dann am Ende irgendwie es doch schaffe. Also eine Mitarbeiterin von uns jetzt, wir mussten, also es ist eine ganz einfache Geschichte, wir mussten Namen schützen, ne? Dieses H-School Remote von unserem Podcast, wir mussten diese Namen schützen. Natürlich habe ich einen Kompagnon, der Anwalt ist. Ich hätte dann mein Kompagnon Micha sagen können, hey Micha, kannst du mal machen, ja, Administration und so weiter, sowas, Papierkram kennt er, kann er, so. Aber ich habe eine Mitarbeiterin, hallo Shelly, damit beschäftigt und ja, ein paar Wochen später kam das Schreiben, der Name gehört uns und wir haben selbst diese Marke angemeldet. Aber die Frage, also ich habe da, an diese Frage habe ich meine Antwort, aber mich interessiert deine. Du bringst also manchmal Mitarbeiter dazu, Sachen zu tun, wenn ich gut verstanden habe, von dem sie ursprünglich, dass die noch nie gemacht haben, was neu ist. Wie aber machst du es, dass die keine Angst haben, dass sie sich was trauen? Weil das erfolgt natürlich eine Risikobereitschaft. Ja, ganz ehrliche Meinung dazu, auch dieses Delegieren und dieses Führen muss man lernen. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt die stärkste Führungsperson bin, was das angeht. Einfach weil ich mache das jetzt seit 5 Jahren und 5 Jahre ist halt kürzer, als wenn man das jetzt 20 Jahre gemacht hat und schon zig Teams geführt hat. Also ich bin mir ganz sicher, dass ich da auch Fehler mache, auf jeden Fall. Ich glaube, also was ich jetzt, ich lerne, ja, ich bin in einem sehr starken Lernprozess, was Mitarbeiterführung angeht, eben weil es jetzt so relevant ist, weil man viele Dinge einfach auch nicht mehr selbst machen kann. Und was ich einfach lerne, ist, dass man schauen muss, dass man die Leute an die richtige Position sitzt, wo sie einfach Dinge machen, die sie drauf haben. Und in dem Moment generieren sie Erfolgserlebnisse. Das wiederum generiert bei mir ein Vertrauensgefühl, was wiederum bei ihnen den Mut bringt, auch neue Dinge mit reinzubringen, die dann auch funktionieren oder vielleicht auch mal nicht. Außerhalb der Komfortzone. Genau, und das, glaube ich, ist so ein, das ist so ein Kreislauf, den ich aktuell versuche anzustoßen, wo ich mir auch, also ich als Führungskraft mir auch viel vornehme, wo ich meine Fehler mache, wo es auch wieder 2 Schritte zurückgeht zwischendurch. Ja, ganz ehrlich. Aber insgesamt glaube ich, dass man da auf so ein gegenseitiges Vertrauen einfach setzen muss. Wo dann aber, also der Chef muss vertrauen, aber die andere Seite der Medaille ist auch, der Mitarbeiter muss auch das liefern, was man eben miteinander vereinbart, weil ansonsten funktioniert das System wiederum nicht. Dann hat man Angst, dann hinterfragt man das, dann fühlen die sich eingeengt und das ist alles nicht zielführend. Und wie übst du dann, also nehmen wir mal an, du hast eine Aufgabe gegeben und du hast eine gewisse Erwartung und das funktioniert nicht. Wie übst du denn Kritik? Hast du für dich einen Weg gefunden? Also da bin ich wieder im Coaching für mich. Ja? Danke, Philipp. wie übst du Kritik aus dann? Unterschiedlich. Unterschiedlich? Wirklich? Also ja, wirklich? Nee, also wir haben erstmal, es geht ja, also für mich, ich bin wirklich eine Person, die versucht, die Fehler zu vermeiden. Also wir arbeiten mit einem 4-wöchigen Scrum-System, also einfach ein klassisches, agiles System, angepasst weg von Software hin in Hardware, weil alles ein bisschen länger dauert, einfach auch einen längeren Zeitraum als im klassischen Scrum und gehen darüber letztendlich durch die einzelnen Arbeitspakete, die eben verteilt sind. Und man sieht anhand von einem Tool, das wir aufgebaut haben, relativ schnell, wo die Probleme auftauchen werden. Und solange dieses Tool gut gepflegt ist, kann man ja auch dann die Person ansprechen und sagen, hey, hör mal zu, ich glaube, das wird knapp, kann ich dir irgendwie helfen, können wir was tun? Und dann ist es auch gut. Was dann halt, und dann kann man auch Kritik, kann ich dann auch sehr gut, jetzt sag mal, vorbildmäßig aus dem Lehrbuch äußern. Ja? Also konstruktiv, was ich halt überhaupt nicht leiden kann, das wissen die Leute auch, ist, wenn sozusagen aus den Tools die Sachen nicht ersichtlich werden und plötzlich die Probleme einem um die Ohren fliegen und man sozusagen auch dann in diesem Troubleshoot-Modus ist. Und ein Troubleshoot-Modus ist einfach ungesund für alle. Nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für den Chef. Und deswegen geht es darum, den Troubleshoot-Modus zu vermeiden. Und wenn dann man immer wieder in den Troubleshoot-Modus kommt, kann ich auch mal ziemlich ätzend werden, da bin ich mir sicher.
Ja, Also der Mediterran in mir sagt, ja, Troubleshooting ist so undeutsch, weil man gerne so vorbereitet. Aber er muss wahrscheinlich schon immer wieder Feuer löschen, oder? Auf jeden Fall. Also ohne Feuer löschen geht es auch nicht. Aber die Frage ist ja, ist es nur noch Feuer löschen oder eben auch ein Agieren? Und ich kann auch das ganze Unternehmen, also das ist für einen Unternehmer, für einen Gründer ist das furchtbar stressig, weil das ja auch emotionale Dinge sind. Ja, man will das die Firma groß machen, man hat Personalverantwortung und dann laufen die Dinge scheinbar nicht richtig. Das ist ja kein Zustand, in dem man über längere Zeit sein möchte. Das funktioniert mal, aber das macht ja auch die Firma dann irgendwann müde. Und das soll dann nicht passieren. Und natürlich machen wir Troubleshooting, ist ja klar. Mhm. Ja. Wie reagierst du denn persönlich drauf dann? Also nehmen wir mal an, es kommt echt ein großes Problem. Wahrscheinlich hast du jetzt im Kopf irgendwas, was mal passiert ist. Also bei einigen Unternehmer ist es Cash fehlt. Es ist oft ein Unternehmerproblem. Bei euch habe ich nicht das Gefühl, dass das ein Thema ist. Bei euch kann ich mir vorstellen, dass irgendwelche technischen Problematik, zum Beispiel jetzt, ja, musst du einen Container in einen Garten bauen. Das ist dann Feuerlöschen in den Fall. Wie reagierst du? Also bleibst du, also in der Firma? Wahrscheinlich bleibst du cool. Aber. Nee. Nein? Also wie reagierst du? Ja. Wenn ich jetzt ja gesagt hätte, würden meine Mitarbeiter sagen, was hast du da eigentlich erzählt? Nee, es ist wirklich so, dass ich versuche, das zu unterscheiden. Also es gibt wirklich Fehler, die einfach, oder einfach Troubleshoot-Modus, der einfach nicht anders ging. Ja, also wenn irgendein technisches Problem auftritt und das tut es bei Pilotanlagen, das ist normal, bringt es ja auch nichts, dann völlig auszurasten und den Leuten halt Vorwürfe zu machen, weil technische Fehler passieren und man lernt ja auch sehr viel draus. Also wir haben auch über Fehler halt viel von den technischen Anlagen optimieren können. So. Und was wirklich nervig ist und wo dann auch, ich glaube, da tut sich jeder schwer, ist halt, wenn halt die Dinge vermeidbar sind und ersichtlich sind und sie immer wieder passieren. Und ja. Dann wird man emotional. Dann werde ich, ja, das, ich habe mir mittlerweile durch ein kurzes Coaching habe ich mir angewöhnt, dann eine Viertelstunde Pause, Kaffeepause zu erfragen und dann gehen wir ein Käffchen trinken und dann geht's wieder. Ja, das funktioniert. Ja. Bisher, also ich habe den Joker jetzt 2-3 Mal gezogen, es war gut. Ah, cool. Ja. Ah, okay. Und wie reagierst du dann privat, wenn es in der Firma so Probleme gibt? Schläfst du schlecht? Nee. Also, privat ist einfach so, dass ich versuche, das relativ stark zu trennen. Mhm. Das war übrigens auch in der Anfang der Gründungsphase auch ein bisschen anders, weil man eben auch sehr, sehr viele, man hat so lange die Zeit miteinander verbracht und den gleichen Mindset, dass man eben auch leicht mit den Leuten sich anfreundet. Und das ist auch super schön, Freunde in der Firma zu haben, aber es macht es schwerer abzuschalten, weil man dann doch irgendwie immer wieder, man redet dann doch nach einem zweiten Bier doch wieder kurz über die Arbeit und das dauert dann eine halbe Stunde und alle anderen drumherum gehen, weil die das nicht interessant finden und so. Mhm. Und was echt geholfen hat, ist, dass man das versucht auch klar zu trennen. Also mir hat zum Beispiel der Umzug nach Stuttgart auch geholfen, weil das einfach eine gewisse Distanz zur Firma hergestellt hat. Die Leute interessieren sich auch weniger für das Thema hier, also immer noch viel, aber so abends ist das nicht unbedingt das Kneipengespräch. Ja. Und das hilft. Und dann meine Frau hilft mir definitiv auch beim einfach nicht drüber reden. Wir reden drüber, aber eben auch nicht übertrieben viel, weil irgendwo dann eine Schranke gezogen wird und wir auch am Wochenende einfach nicht uns nur mit der Firma beschäftigen wollen, sondern mit uns auch als Paar. Und ich glaube, das ist sehr wichtig für jeden Gründer, dass er da auch einen Rückhalt dann von der Familie hat. Und das hilft mir enorm. Schlafen tatsächlich nicht schlecht. Ich habe so meine Methoden, wie ich einschlafe, also dass ich einfach abends noch irgendwie Trash-TV gucke, weil das so bescheuert ist, dass man sich halt dann einfach damit gehen, so, man lässt sich halt leiten davon. Mhm. Und das sind so die Themen. Stopp. Trash-TV? Erzähl mal.
Was guckst du denn so, wenn du dich den Kopf leeren willst? Jetzt wird es natürlich sehr, sehr persönlich. Nee, zum Beispiel, ich finde Goodbye Germany finde ich spannend. Mhm. Okay. Weil, wie gesagt, ich reise auch gern, ich gucke mir das dann immer gern an, wie die Leute sich verhalten. Ja, okay, vielleicht auch geskriptet und so weiter, das interessiert ja in dem Moment nicht. Mhm. Aber ich finde es auch einfach spannend, wie die Menschen dann mit ihren eigenen kleinen Unternehmen umgehen, was sie so für Probleme haben. Und das ist für mich dann einfach so, wo ich sehe, okay, ist alles normal, jeder macht sich Gedanken, was in einem Jahr mit dem Unternehmen ist. Und das ist auch irgendwie die Aufgabe des Unternehmers. Und das entspannt mich dann und ja, keine Ahnung. Also du kannst, das klingt irgendwie, es klingt gesund, ne, alles, dass du es schaffst, irgendwie da von diesen Firmengedanken mal am Wochenende, sagen wir mal abends vielleicht auch mal abzuschalten. Ich schaffe das nicht immer. Es ist schon doch bei mir immer präsent. Dadurch, dass wir eine Agentur sind, ist für uns Homeoffice kein Problem. Das heißt, mittlerweile merke ich, wie mein Büro zu Hause beziehungsweise auch mein Wohnzimmer zum Büro geworden ist. Aber diese Trash-TV-Geschichte, ja, das verstehe ich auch. Also bei mir sind es gerne Serie. Ich gucke abends gerne mal eine Folge, ne? Wir haben jetzt gerade dieses Ozark entdeckt. Und da kommt man raus. Reden wir mal kurz mal über deine Kompagnons. Also Team, Philipp, Paolo und Peter. Peter ist noch aktiv, oder? Peter ist, der arbeitet Teilzeit bei uns und die andere Teilzeit am KIT immer noch. Genau. Okay. Wie unterschiedlich seid ihr? Komplett. Ah, erzähl mal. Komplett. Also wie ist Team, also für dich, wie ist Team? Was, also Team, das, der heißt Dr. Ingenieur Team Bölt, warte mal, Bölt, oh Gott, Böltken. was macht er genau bei euch? Also Tim ist unser CEO. Mhm. Er ist sozusagen der Außenminister, sagt Paolo immer über ihn. Also der tritt wirklich dann auch in der Politik auf, bei Vorträgen auf, technische Vorträge, Diskussionsrunden im Fernsehen. Das sind alles Sachen, die ihm auch sehr liegen und wo er ist einfach auch eine extrovertierte Person, kann Leute schnell von sich begeistern und ist einfach super stark in diesen ganzen, sagen wir mal, Akquise, Vertriebsthemen, Storytelling. Also das ist einfach genau sein Ding. Das ist einfach perfekt für ihn. Ja. Mhm. Du warst mehr für die Finanzen. Und Projektmanagement dann? Ich bin der Controller hinten dran. Da siehst du dann auch schon sozusagen, was auch kein Geheimnis ist, dass bei sehr diversen Teams, die von außen immer als sehr konstruktiv, also die werden ja von außen als optimal wahrgenommen, sind sie auch. Mhm. Aber natürlich ist das Stress, weil wenn jemand zum Beispiel eher jemand ist, der sehr kontrolliert ist, ein Controller, ein Finanzler und dann eben kreative Menschen dazukommen, ist es natürlich so, dass man da mal seine Meinungsverschiedenheit hat. Mhm. Und dass man da sich auch mal miteinander auseinandersetzt. Und wie gesagt, ich bin derjenige, der das operative Geschäft eingesteuert und früher die Finanzen gemacht hat. Da hilft mir jetzt Gott sei Dank Gerda dabei. Und das ist halt alles sehr strukturiert und Aufgaben, Checklisten und Timelines, Deadlines und alles muss gemacht werden. Und das ist halt, ist einfach was anderes. Stehst du auf Excel? Wie wichtig ist für dich Excel? Ich benutze es nur noch, also ich mache die Excel-Tabellen nicht mehr selbst, was ich extrem gut finde, weil das immer extrem aufwendig in Excel ist. Mhm. Aber sie sind enorm wichtig für mich als Steuerungs- und Verständnistool. Also ich sage immer, die Zahlen sprechen zu mir. Das heißt, wenn ich genügend Zahlen habe, dann sehe ich, was los ist. Und das ist wichtig für mich. Mhm. Also ich habe die komplette Firmensimulation für die nächsten 5 Jahre aufgebaut und die jetzt auch an Gerda dann übergeben. Und das sind, ich weiß nicht, 100.000 Einträge und das, ich sehe das und das, ich blicke da auch noch durch und das ist schon was mir Spaß macht auch, ja. Also ich bin, das wissen die Hörer, ich bin ein absoluter Excel-Freak. Ich bin auch der stolze Besitzer einer der meistgelesenen Excel-Blog. Okay. Wirklich. Der trägt meinen Nachname für die, die das suchen wollen.
Hat ein bisschen nachgelassen natürlich in den letzten Jahren, weil ich ja keine Zeit mehr dafür habe. Aber das ist ja so, dass bei euch auch nicht nur, das ganze Projektmanagement und so weiter wird nicht nur in Excel gemacht, ne? Also Excel benutzt du wirklich als Controlling-Tool? Ja, wir stellen gerade um auf MS Project. Ich will jetzt keine Werbung. Ich will keine Werbung machen. Bei, ja, doch. Dieses Podcast ist gesponsert von Microsoft. Noch ist es tatsächlich Excel. Die Leute, die Scrum auch ein bisschen verinnerlicht haben, bei Scrum geht es ja nicht darum, sozusagen im Detail zu planen, sondern es geht ja darum, relativ allgemein zu bleiben. Mhm. Die Detailplanung findet ja in den Teams statt. Und deswegen, die Abteilung, in der ich aktiv bin, macht diese Grobplanung, diesen ganzen Backlogs. Und dafür ist Excel einfach noch geeignet. Wo es dann schwieriger wird, ist bei den ganzen Ressourcenplanungen. Also wer macht was und Terminpläne und so. Mhm. Wenn da so Abhängigkeiten entstehen. Das ist ein bisschen komplex. Aber sonst bin ich eigentlich ein Fan davon. Aber auch offen für alles andere. Also ich habe jetzt einen neuen Mitarbeiter bekommen vor 3 Monaten. Und der hat gemeint, ey cool, lass uns doch MS Project machen. Aber ich meine, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Habe ich auch tatsächlich nicht. Ja, du wirst dich als Excel-Anwender gut fühlen wahrscheinlich in MS Project. Ja, also wenn du daran fit bist, auf geht's, führ das ein und jetzt führ das ein Ende Mai. Mhm. Freue ich mich drauf. Okay, und dann gibt's eine kleine MS Project Schulung. Ich bin kein Fan von MS Project, aber man muss erstmal Projektmanagement verstehen, ne? Bevor man mit MS Project arbeitet. Ich glaube, ich habe das schon hier mal erzählt. Ich kenne wirklich Firmen, die haben 200, 300 Mitarbeiter und die haben immer noch, und auch teilweise Hardware, ne? Die haben immer noch kein Projektmanagementsystem. Das kann ich mir nicht vorstellen, ne? Die machen alles in Excel und es ist klar, man kann alles in Excel machen. Aber ich meine, irgendwann mal muss man ein bisschen rausgucken. Das macht er jetzt, das darf ich jetzt sagen, ja, weil das macht ihr. Und das ist, jetzt werde ich total emotional, das ist wie eine Beziehung mit Excel. Es ist wie eine Beziehung, du fühlst dich gut in dieser Beziehung. Ich muss aufpassen, was ich sage jetzt. Ich gehe gerade auf ganz glattes Eis. Es ist wie eine Beziehung. Du bist da super und so. Du merkst, das funktioniert nicht sogar. Ja, du bist es gewohnt und du kannst damit umgehen. Aber erst wenn die Beziehung vorbei ist, weißt du, wie scheiße es war. Und mit Excel ist es genauso. Also ich benutze natürlich Excel jeden Tag für bestimmte Sachen. Aber wenn du angefangen hast, wirklich geeignete Programme zu verwenden, ja, und ich glaube jetzt dein Mitarbeiter, wenn er das hört, ja, der soll mir Geld schicken, ne, weil ich predige gerade für seine Religion. Wenn man weg von Excel ist, ist wirklich eine Botschaft, die ich immer wieder versuche, nach außen zu gehen, weg von Excel, also behalten wir Excel für Zahlen, für Pivot-Tabelle, für Cockpits von irgendwelchen Finanzsachen, aber alles, was Projekt ist, gibt's geniale Sachen. Gut, MS Project wäre nicht mein erster Wahl, aber ich glaube für euch, ihr braucht ein komplexes System. Weil was ihr macht, ist super komplex. Ihr könnt jetzt nicht mit Trello oder Asana, wie wir in eine Agentur kommen. Ne? Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ihr jetzt mit MS Project gekommen seid. Ne? Ich sag dir gerne in einem halben Jahr Bescheid, wie es gelaufen ist. Genau, dann haben wir das umgestellt. Gibt es mittlerweile eine Online? Ist das alles? Ich hab echt keine Ahnung. Also was ich mir wirklich angewöhnt habe, ist Dinge, von denen ich keine Ahnung habe und jemand besser ist als ich, gib sie ab. Und ich habe damit erstmal jetzt nichts am Hut. Wir bereiten das vor. Mhm. Er bereitet das vor. Wir gehen das gemeinsam durch. Ich freue mich drauf, was er drauf hat. Mhm. Und guck mir das an. Und wenn das funktioniert, dann wird das noch getestet und dann machen wir das. Genau. Das ist eine große Umstellung. Also, aber das ist danach echt viel besser. Also, das könnte wirklich euren ganzen Prozesse auch ändern. Ja. Okay, also wir haben Team. Da gibt es einer bei euch, der hat eine für mich sehr sympathische Name. Paolo Piermartini. Genau. Ist das eher Spanisch, Italienisch? Italiener. Genau. Ist das ein Schwabe? Ein Schwabe nicht. Ist das ein Deutsch-Italiener oder ist es ein Italiener, der Deutsch geworden? Das ist wirklich Italiener, aber er hat seine Frau hier kennengelernt und dann hat sie ihn sozusagen, ist er gleich hier geblieben.
aber schon länger her jetzt. Und genau, Paolo ist unser Techie, also unser Technik-Freak. Der hat die Technik im Griff, wie es sonst halt keiner in der Firma im Griff hat. Und genau, kümmert sich um die ganzen Reaktoren, um die ganzen Anlagen. Der hat das auch geplant und also mit seinem Team natürlich. Und betreibt das dann auch mit einem anderen Team zusammen. Also es sind wirklich, er ist ein sehr wichtiger Teil für die Technik. Und spricht er Deutsch mit Akzent oder ohne? Paolo, wenn du das hörst, ein bisschen hat er noch einen Akzent. Ein bisschen hat er noch. Also ich kann Paolo was sagen. Ich bin seit sehr lange in Deutschland, also über 25 Jahren. Und ich glaube, ich sage 25 Jahren schon länger. Das heißt, ich habe immer noch einen Akzent. Und in meiner Sonderfolge thematisiere ich das mit meinem Akzent. Aber Paolo, du kriegst es nie weg. Und ich weiß, dass es nervt, wenn du, hallo, ich heiße Paolo. Und ach, du bist Italiener. Ah, bei mir ist es so, manchmal sage ich, hallo, ich bin David. Und in mein Ohr klingt super Deutsch. Hallo, ich bin David. Und die Leute sagen, ach, du bist Franzose. Das nervt, ja. Man kriegt es nicht weg. Ja, ich glaube, es gefällt ihm auch. Das ist auch, also ist nichts, wovor er sich versteckt. Das aber es ist schon ein bisschen auch Klischee, ne? Weil Italiener und Maschinen und so, das ist schon eine alte Liebesgeschichte. Ja, Bella Macchina und so weiter, ne? Also Paolo ist topfit. Ja, Geschichte genau, weiß ich nicht, aber Paolo ist topfit, ja. Okay. Und der Peter Pfeiffer ist dann, hatten wir schon, ne? Der ist sozusagen der, einfach Technical Lead, heißt es bei uns. Also wenn man nicht genau weiter weiß, dann kann man mal Peter anrufen, so ein Joker. Ah, okay. Also der ist wirklich in der Materie und sagt, ja, guck mal da und da, probiert das und das. Ja, oder? Genau. Ist auch betreut auch oft Masterarbeiten bei uns, was natürlich auch eine Riesenhilfe ist. Einfach so ein akademischer Hintergrund, der in dem Bereich einfach sehr wichtig ist. Die ganzen Grundlagen, Thermodynamik und alles Mögliche, also die ganzen Lehrbücher sozusagen sind vereint. Also echt, das ist der Hammer. Wir haben so viel Klischees heute, aber das ist so, ne? Da stellt man sich wirklich der Professor, der da voll viel Erfahrung hat und da gibt es auch ein paar, den ihr dann anruft, wenn gar nichts mehr geht, dann. Genau. Also habt ihr noch technische Probleme oder funktioniert das Zeug jetzt? Es gibt immer technische Anpassungen. Es ist einfach so. Also in dem Hardware-Bereich redet man über Technical Readiness Level, wenn man über wie weit ist die Technologie redet. Das wurde, glaube ich, in der Raumfahrt von der NASA mal entwickelt, wo man einfach gesagt hat, wie weit seid ihr eigentlich? Dann ist das ja Geschmackssache, wie weit man ist. Mhm. Und da hat man so eine Skala festgelegt, die geht von 1 bis 9. 1 ist absolut, ich fange jetzt erstmal an irgendwas zu forschen. 9 ist, ich habe ich sage jetzt mal, mein standardisiertes Auto geht vom Laufband, vom Förderband. Und so 7 bis 8 nennt man so die Phase, wo man von den Demonstrationsanlagen auf die Industrieanlagen wechselt. Und das ist genau der Status, in dem wir sind. Das heißt, wir haben alles, was wir einfach auch anbieten, in Demonstrationsgröße gezeigt. Das hat alles funktioniert. Jetzt müssen wir raus zu den Kunden. Wir müssen schauen, dass die ganzen Sachen funktionieren und dieser Nachweis, dass es in industrieller Größe eben funktioniert, das ist genau die Aufgabe, die jetzt technisch vor uns steht. Und also skalieren. Skalierung, genau. Mhm. Und wie wollt ihr das machen? Ich meine rein finanziell. Selbstfinanziert oder? Bisher, wie gesagt, ja. Also die Kunden zahlen dafür. Und jetzt geht es aber einfach darum, wir haben eine super starke Nachfrage, einfach weil das Thema, wie gesagt, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt für das Thema. Mhm. Und wir möchten gerne noch viel stärker wachsen, als wir das im Moment tun. Haben uns auch ein paar Leute jetzt an Bord geholt, von denen wir glauben, dass sie für dieses Wachstum notwendig sein werden. Und möchten jetzt halt richtig Gas geben. Und dafür akquirieren wir Geld. Halt ganz klassisch, genau, das wäre die Venture Frage. Capital. Also ihr holt euch also rein Investoren, damit diese Skalierung nicht gebremst wird oder daran scheitert, dass es kein Cash gibt. Genau, also ganz, kein Cash, ganz klassisch, ja. Und wie sucht ihr? Ganz klassisch, die üblichen Investoren oder? Nee, die üblichen Investoren sie gehen ja eher wieder in Richtung digital, also sehr viele gehen in Richtung digital. Was ist ein üblicher Investor? Das ist schwierig zu sagen.
Aber es gibt, also der Bereich ist relativ speziell, verrückt, und man braucht schon die Investoren, die sich in dem Bereich auch auskennen. Also es hat also natürlich viel mit Corporate Ventures zu tun. Das hat was mit Venture, also klassischen Venture Capital Firmen zu tun, die aber mehr im Greentech-Bereich unterwegs sind. Das heißt auch wirklich Firmen, die sich spezialisieren auf Unternehmen, die einen grünen Impact haben. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja, das sind so die Bereiche, in denen wir aktiv sind. Und das macht wahrscheinlich, kann ich mich vorstellen, eine Mischung aus Team und du, oder? Und halt die Finanzlerin Gerda noch, genau. Okay. Naja, das ist interessant jetzt. Ich gucke immer wieder auf meine Fragen. Bei dir mache ich nur Kreuzchen in meine Fragen, weil es beantwortet sich alles von alleine. Also ist oft der Fall. Ich sehe jetzt gerade, wie ist das so mit dem Delegieren? Ich würde sagen, also du widersprichst mich natürlich, wenn ich mich irre, im Aufbau. Ja, also ich... Auf 7 oder auf, also von 1 auf 9? Technical Readiness Level. Ich würde sagen von 7 bis 8 auch, genau. Nee, also, ah, wow. Ja, ich cool. Bin da, nee, ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, wie die anderen das wahrnehmen, aber also ich glaube einfach, dass ich auf einem, ich verstehe das und ich sehe das und ich bin aber auch ehrlich genug, um zu sagen, dass ich da mich noch verbessern kann, und ich finde es einfach auch richtig, das so zu sagen. Ja. Mhm. Bist du, warst du und bist du noch an diesem Einstellungsprozess für neue Mitarbeiter beteiligt? Wenn es mein Bereich ist, also sozusagen dieser Sales und Projektmanagement, dann ja, im letzten Schritt. Mhm. Ansonsten nicht mehr. Okay. Und also bei den C-Level-Hires und Bereichsleitern und so, das ist was, wo ich natürlich aktiv bin, ja. Ja, logisch. Ja, du bist ja in der, sagen wir mal, du bist im Board, also musst du ja. Dann kann ich mal eine meine Lieblingsstandardfrage stellen. Und zwar, irrst du dich? Glaubst du, du bist ein guter Menschenkenner? Kannst du sehr schnell sehen, ob die Leute, die du vor dir hast, zu euch passen? Also das heißt nicht, ob sie gut sind oder schlecht, ne? Menschenkenner heißt nicht zu sagen, diese Person ist gut oder schlecht, sondern diese Person passt zu uns oder nicht, ja? Und es kann sein, dass sie woanders super passt. Bist du gut darin oder verlässt du dich lieber auf deine Kollegen? Also Tim ist da richtig stark drin, und weil ich das weiß, finde ich es klasse, dass er das, also er ist auch für die sozusagen übergreifenden Personalthemen zuständig, und wenn ich mir nicht sicher bin, frage ich ihn, und dann, wenn Tim sagt, ja, das passt, dann bin ich mir auch sicher, dass es passt. Mhm. Ja. Habt ihr irgendwelche, also es klingt wirklich wie so eine schöne Geschichte gerade, ne? Also ihr habt gegründet und gleich Finanzierung gehabt, gleich Kunden gehabt, die Technologie funktioniert. Habt ihr nie Fehler gemacht? Gibt es irgendwelche interessante Fehler, aus denen wir alle lernen könnten? Doch, ich denke schon, dass wir Fehler gemacht haben. Also Fehler macht man am laufenden Band. Das ist einfach so. Das ist einfach wirklich so. Und die Frage ist, wie man damit umgeht. Und viele Fehler bleiben ja letztendlich fast konsequenzenlos oder können irgendwie behoben werden. Und daraus lernt man, dann ist alles gut. Ich glaube, einen größeren Fehler, den ich, wenn ich das jetzt nochmal machen würde, anders machen würde, ist, ich würde früher anfangen, Leute einzustellen, die fitter sind in bestimmten Bereichen, als ich das gemacht habe. Also Beispiel, wir haben aus meiner Sicht viel zu spät uns ums Personalwesen gekümmert. Also dass wir eine eigene Personalerin hatten. Ich weiß gar nicht, wann das war. Ich muss jetzt lügen. Ich glaube, es war so, als wir 23, 24 Mitarbeiter hatten. Viel zu spät. Also wenn ich es nochmal machen würde, würde ich mir einfach jemanden bei 10, maximal 15 Leuten, hätte ich eine Personalerin oder Personaler. Das die ist, nur das macht. Ne? Ja, weil das einfach, da kannst du so viel falsch machen und so viel richtig machen, also beides. Und wenn da einfach jemand sitzt, der das perfekt kann, dann ist es einfach super stark. Warum habt ihr das nicht früher gemacht? War das eine Geldsache oder habt ihr den Nutzen nicht gesehen? Ich glaube einfach, dass das so, man hat es halt das erste Mal, so eine Gründung, und man denkt immer, ja, also Personal habe ich ja noch im Griff.
Und man macht es eigentlich erst nicht mehr, wenn man es merkt, dass man anfängt, es nicht mehr im Griff zu haben. Dann sagt man, boah, jetzt brauchen wir wirklich jemanden, der sich ums Personal kümmert. Mhm. Aber das ist eigentlich, der Zeitpunkt ist ja schon überschritten dann, wo es gesund wäre, sich darum zu kümmern. Und das war beim Personal einfach dadurch erkennbar, dass halt, dann stimmt deine Abrechnung nicht im Monatsende. Dann, dann kündigt jemand, dann geht jemand in Vaterschutz oder in Mutterschutzurlaub oder wie das, also ähnlich heißt es ja. Und also lauter Themen, die dann plötzlich eben als in der Geschäftsführung auftauchen, die auch perfekt sind, aber die letztendlich die Geschäftsführung daran hindern, diese Vision weiter aufzubauen. Mhm. Und das ist dann einfach wie gesagt, das würde ich nochmal anders machen. Mhm. Und das Gleiche gilt ich habe es eben schon mal gesagt, dass wir jetzt wirklich auch Leute eingestellt haben, die fit sind, zum Beispiel im Finanzbereich. Ich hätte auch früher mit Gerda zusammenarbeiten können, wenn wir früher uns sozusagen einig gewesen wären, dass wir zusammenarbeiten möchten. Mhm. Und, Hast du sie gejagt? Hast du sie woanders? Darfst du das sagen? Wir kennen uns tatsächlich schon seit vor der Gründung. Also Gerda war eine unfassbar wertvolle Person, als wir noch nicht gegründet waren, weil sie uns diese ganzen Pitch-Sachen und wie präsentiere ich das vor einer Jury und also sie hat uns geholfen, diese beiden ersten Förderungen zu bekommen. Damals noch in ihrer Rolle am KIT, die hat da so einen Accelerator aufgebaut oder den Accelerator aufgebaut und hat uns unfassbar unterstützt an der Stelle. Und wir waren halt die ganze Zeit über in Kontakt. Und als es dann klar wurde, dass ich wieder jemanden, also dass wir die Firma auch jemanden braucht für im Finanzbereich, haben wir dann wieder Kontakt aufgenommen, genau. Mhm. Und ja, gute Leute haben immer Positionen. Das heißt, es ist schon so, dass man dann einen fairen Übergang gestalten muss. Also es war nichts Unfaires, aber es hat einen Übergang gegeben, klar, ja. Mhm. Also für viele ist es ja auch so, dass also man nimmt ja wahr, das ist klar, dass wenn man eine Führungskraft ist, man unbedingt Menschen braucht, die besser sind als sich selbst. Ne? Also das Thema oft ist aber erstmal, finde ich jemand? Ja, also finde ich diese Person und zweitens, kann ich sie mir leisten? Hm? Und das Dritte, ob man es auch feststellt. Also man braucht ja erstmal die Feststellung, dass man in dem Bereich vielleicht nicht weiterkommt. Hm. Und das ist auch was man erstmal lernen muss, glaube ich, weil man tendenziell, ja, jeder guckt einen an. Wenn irgendeine Entscheidung getroffen werden muss, jeder guckt auf dich und sagt, hör mal, jetzt entscheide. Und dass du unter Umständen vielleicht gar nicht in dem Moment, also man entscheidet dann auch und man lernt und man ist auch nicht falsch an der Stelle, aber dass es unter Umständen jemand gibt, der das halt schon 10 Mal entschieden hat und dem das viel leichter fällt, das ist ja auch eine Erkenntnis, die man erstmal selbst haben muss. Ja, der auch nicht, das Thema Ungewissen, das Thema Zufall fällt dann aus völlig, ne? Also das ist der Vorteil. Ist es schwer für euch, Leute zu finden? Also in Deutschland allgemein ist es schwer? Oder findet ihr ganz einfach auch, gibt es viele Bewerbungen, wenn ihr eine, wie sucht ihr überhaupt auch noch? Also wir suchen, das eine ist, dass wir natürlich nochmal stark in der Kommunikation sind. Das heißt, die Leute lesen über uns, finden das Thema spannend, finden uns auch als Unternehmen spannend und ich freue mich, dass sie sich dann auch überlegen, ob sie bei uns arbeiten, weil wir müssen halt auch gucken, dass wir Mitarbeiter einfach bekommen. Insofern, da kommt sehr viel an Überzeugung mit, also dass die Leute sagen, Wahnsinn, ich habe gehört, was ihr macht letztens im SWR oder keine Ahnung, Morgenmagazin oder so. Und ich finde das total spannend und ich will da einfach ein Teil davon sein. Mhm. Also das hören wir eigentlich fast bei jedem Bewerbungsgespräch. Und das ist einfach eine Riesenhilfe. Eine zweite Hilfe ist, dass wir mit dem KIT wirklich eine Talentschmiede vor der Haustür haben. Ach yes, ja, ihr fischt gleich mal im, ja. Mhm. Genau, und natürlich auch guten Zugang haben zu den besten Studenten, weil wiederum das Thema so spannend ist. Also das hilft auch ungemein und dann aber klassisch über die Plattform, über die Homepage. Was, glaube ich, schwieriger ist heutzutage, sind eben handwerkliche Berufe, die super wichtig sind. Ja.
Aber da tun wir uns ein bisschen schwerer, weil wir keine direkten Zugänge haben. Also einfach da ist es nicht so, dass ich sage, hey, Person XY, wir bräuchten bitte 3 Chemieingenieure, die gerade ihre Universität fertig haben. Könnt ihr uns sagen, wer die 3 Besten sind? Mhm. Und dann kann man da Zugang haben, sondern da fehlt uns ein bisschen der Zugang. Da müssen wir noch stärker drin werden. Und das Zweite ist eben, dass man, also ich glaube, das hat jedes Unternehmen als Herausforderung, ist wirklich diese Senior Hires zu machen. Wirklich diese Leute zu finden, die in bestimmten Bereichen einfach super viel Erfahrung haben und ganz viele Dinge sehr schnell abhaken können. Ja, weil sie sehr schnell reinkommen, sich integrieren, sofort wissen, worum es geht und vielleicht sogar bessere Lösungen mit sich bringen. Ne? Ja, genau. Und wie sucht ihr dann, also sagen wir mal so, alles, was Ingenieurtum ist und so, habt ihr eure Quellen bei Handwerker und Co.? Habt ihr nicht, keine Quellen, wie sucht ihr denn? Über üblichen Anzeigen? Genau, Anzeigen und Social Media auch viel, entsprechende Followerschaft und das wird dann geteilt und also ganz, ganz klassisch. Mhm. Die klassischen Instrumente, Arbeitsamt halt auch, also was man halt so macht. Mhm. Habt ihr gute Erfahrungen mit Arbeitsamt gemacht? Dünnes Eis. Nee, die Frage ist ja, also ich will... Die Frage ist ja, was besser funktioniert. Und ich glaube, das, was am allerbesten funktioniert, ist tatsächlich, indem man ein Netzwerk hat und das Netzwerk funktioniert. Und dann kommen eben alle. Also es kommen nicht nur die Juniors von der Uni, sondern es kommen auch die Experten, es kommen die Leute, die in die Geschäftsführung gehen können, weil sie es drauf haben. Und das ist was echt spannend ist, was wir auch versuchen zu nutzen. Mhm. Okay, also du hast wahrscheinlich 1000 verschiedene Aufgaben, viele Sachen im Kopf. Wie organisierst du dich? Wie organisierst du deine Aufgaben? In Excel? Wahrscheinlich, genau. Du kannst dir schon denken. Nein, wirklich? Ja, ja, ich habe einfach eine lange Liste und da steht einfach drin, was ich machen muss. Und die muss einfach kürzer werden. Und dann, okay. Spannende Frage ist natürlich auch immer, ob man die Zeit haben sollte, das selbst zu machen. Ich sage bewusst nicht, ob man das selbst machen muss, weil das falsch wäre, sondern es geht ja darum, wie kann ich als Geschäftsführer meine Rolle am besten wahrnehmen und das kann unter Umständen sein, indem ich es an Leute abgebe. Mhm. Und das versuche ich dann, das ist die zweite Spalte, die erste ist die Aufgabe, die zweite ist die, kann ich es vielleicht abgeben und die dritte ist erledigt, Fragezeichen. Ach, also und, wirklich in Excel dann? Ja, wirklich in Excel, ganz hässlich. Und es funktioniert. Und schreibst du alles rein dann? Also bist du so einer, der jede Aufgabe notiert oder lässt du einiges im Kopf? Nee, im Kopf bleibt nichts. Also ich ohne meinen Terminkalender und ohne die To-Do-Liste habe ich ein Problem. Ja, also das ist auch meine Überzeugung. Anders kann es nicht gehen. Also sagen wir mal so als, egal, nee, ich wollte sagen als Führungskraft, aber egal für was, da muss man ja, sich die Sachen einfach rausschreiben. Ja. Es sind 1000 verschiedene, es geht gar nicht mal so um die Menge, die kann man sich ja vielleicht noch merken, sondern es geht wirklich um die Vielfältigkeit der Aufgaben. Also es ist einfach, ein Termin ist vorbei, Kopf umschalten auf ein komplett anderes Thema, von Finanzen in Richtung Technik, in Richtung, ich brauche jetzt eine PowerPoint-Präsentation für einen Investor, was dann eher so die Vision ist und das sind alles Dinge, ich muss mir das runterschreiben, sonst geht es nicht. Ja, gut. Also ich will jetzt nicht schon wieder darüber sprechen hier, weil ich habe das schon so oft thematisiert. Das weiß jeder hier. Klar, alles rausschreiben. Excel-Liste, du bist der Erste, ja, mit der Excel-Liste. Witzig, dass ich nicht drauf gekommen bin auf eine Excel-Liste. Ich benutze ganz einfach Asana, da alle Aufgaben kommen rein, aber es gibt ihr seid ja Microsoft, ne? Ich glaube, in Teams gibt es auch ein paar Möglichkeiten auch, seine Aufgaben, die Aufgaben zu verteilen. Also egal, wie man es macht. Also ich hatte eine Mitarbeiterin, die hat einfach Zettel gemacht. Die hatte Zettel. Überall. Aber es hat funktioniert, ne? Wie viel arbeitest du? Arbeitest du viel? Also auf Achtung, arbeiten, zu arbeiten gehört schon die E-Mails morgens beim Kaffee trinken lesen, ja? Dann noch mehr. ich versuche es nicht zu übertreiben. Das Arbeitsschutzgesetz hat einen Sinn für einen Geschäftsführer, nämlich, dass man sich orientieren kann, was vermutlich noch gesund für einen über längere Zeitraum ist. Mhm. Ob das dann immer so klappt, ist die Frage. Also faktisch im Büro klappt das vielleicht auch nicht.
Aber was die Gedanken angeht, kann man das ja auch nicht vermeiden. Also auch wenn ich sage, am Wochenende schalte ich gerne ab und so weiter. Trotzdem macht man sich beim Spazieren vielleicht mal Gedanken übers Geschäft oder abends beim Abendessen kann man dann doch nicht so schnell loslassen. Ja. Also es gibt ja verschiedene Szenarien und ich weiß gar nicht, wie viel das ist, aber es nimmt auf jeden Fall einen Großteil meines Lebens ein. Und das ist auch eine aktive Entscheidung. Also so ist es halt. Also ich glaube, wenn man gründen will und dafür nicht bereit ist, dann hat man ein Problem. Ja, also es ist ziemlich gewagt, was ich jetzt probieren werde zu sagen, aber ich glaube, das ist auch unser Hobby. Auf jeden Fall, ja. Wobei ein Hobby... das sind wir professionell Also ein Hobby, ja. Ein Hobby macht ausschließlich Spaß aus meiner Sicht. Und eine Firma kann auch mal, also es kann auch mal echt anstrengend sein und da muss man sich ja durchboxen. Also es ist schon noch ein Job, finde ich. Es ist ein schöner Job. Ich würde ihn auch, ich mache ihn liebend gern, aber es ist ein Job. Gibt es Momente, wo du denkst, hey, kein Bock mehr, zu viel passiert ist? Also auch da, ich glaube, dass da keiner, der ehrlich ist, einfach sagt, nee, habe ich nie, weil das Leben ist einfach nur geil. Also es ist einfach, das ist, glaube ich, einfach eine Lüge. Die Frage ist ja dann... Dankeschön, danke für deine Ehrlichkeit. Ja, aber genau das ist es, ne? Und es gibt ja tatsächlich Leute, die kommen, hey, was ich mache, macht mir so viel Spaß. Also es ist okay, ins Narrative zu gehen, ja? Aber man soll die Leute nicht für Idioten halten. Und klar gibt es diese Momente, oder? Also die gibt's. Die Frage ist nur, wie lange halten sie und was machen sie mit dir? Was mir unwahrscheinlich Spaß macht, ist dann, wenn man in diesem Punkt ist und man kommt dahin, was macht man dann? Und was ich mir angewöhnt habe, so als Training, ist dann, okay, du beschwerst dich jetzt halt in deinem Kopf über eigentlich dich selbst, weil du kannst es ändern. Also setz dich halt hin und ändere das, was ätzend ist. Mach es halt einfach anders. Ja. Und das ist dann geil. Und wenn es dann wirklich funktioniert und anders wird, hat man auch, das kann unwahrscheinlich einfach auch Spaß machen. Ja. Und dann dreht sich das Gefühl wieder um. Das ist ja die Achterbahnfahrt, die man oft als Gründer beschreibt. Ah, hallo. Ja, genau, und seit Corona ist es wirklich anstrengend teilweise. Genau. Also bei uns ist es, da gibt es Gedanken. Und dann kommt alles wieder auf einmal. Ne? Also bei uns ist es gerade so, dass alle aufwachen und alle wollen irgendwelche Sachen von uns, Websites, Podcasts und so weiter und gleich. Ne? Und dann gibt es manchmal wirklich morgens, wo ich aufstehe und ich, also was du gerade gesagt hast, für mich ist es ein Spruch, dass, David, das ist alles nur in deinem Kopf. Und das hilft. Ich glaube tatsächlich, dass es normal ist. Also ja, ich nenne das Selbsthilfegruppe in Karlsruhe. Das ist so eine Gruppe aus ein paar Gründern. Ich nenne wirklich keine Namen, aber wir treffen uns außerhalb von Corona üblicherweise einfach einmal im Monat und trinken halt abends ein Bierchen und essen einen Burger. Und man kommt in diese Selbsthilfegruppe in Anführungszeichen und denkt sich, oh, das ist echt wieder das Problem und das Problem. Und man geht da rein und man redet tatsächlich über exakt die gleichen Dinge. Und dann kommt von dem einen, oh, das habe ich so und so gelöst. Und der andere sagt, ah, ich habe so und so gelöst. Ja. Und am Ende von dem Tag fühlt man sich einfach besser, weil man merkt, dass es einfach normal ist. Und ich glaube, wenn wir beide offen und ehrlich über die Punkte reden würden, würden wir auch feststellen, dass es, wo die liegen und was man dagegen tun kann. Ja, das ist, glaube ich, also hallo, ich bin Philipp und ich bin Unternehmer. Hallo Philipp. Ja, machen wir manchmal aus Spaß. Ja, ja. Genau. Ich hatte ein interessantes Gespräch mit Miro Morzinek. Der ist Geschäftsführer von X24 Factory und der ist ja auch sehr aktiv bei den Entrepreneur Organization. Ja. Und das ist ja auch so eine Art Selbsthilfegruppe, ne? Für Unternehmen. Das ist eigentlich die Idee. Das ist nur organisiert. Bei uns ist das halt einfach ein privater Zusammenschluss. Aber genau das ist das eigentlich, ja. Genau. Und das ist die Folge 24 von 0 auf 1. Und der hat, wir haben das thematisiert, so wie du und ich, dass dieses Selbsthilfegruppe, sagen wir mal, für Unternehmer. Also Unternehmer Anonymous. Und er hat einen super Spruch gebracht, ich muss es wieder zusammenkriegen, und zwar er sagte, manchmal ist es einfach wichtiger, Mut zuzusprechen, als einen Tipp zu geben.
Ja, und seitdem ich das Gespräch mit ihm hatte, überlege ich immer manchmal, wenn ich ja auch, ich habe ja auch andere, ich kenne ja einige Unternehmer und durch diesen Podcast bin ich im Gespräch mit anderen natürlich. Und seitdem habe ich auch meine Art ein bisschen an, wenn ich einen anderen Unternehmer höre, der über seine Probleme spricht und ah, und das und alles geht mir so aus dem Keks und so. Also ich kenne auch ein paar Italiener. Eins von dem werde ich bei mir haben, obwohl er also nicht gegründet hat, aber er ist einfach viel zu interessant, damit ich das weglasse. Und seit dem Gespräch mit Miro frage ich mich, Moment, will er jetzt von mir einen Tipp oder soll ich ihm einfach ein bisschen Mut zusprechen, sagen, hey, komm, das wird's und so. Und das funktioniert wirklich. Ja, also, ja, kann ich mir vorstellen, ja. Ja, und übrigens, Lob funktioniert auch, wenn es unehrlich ist. Das ist ja. Ja, also auch wenn man es nicht wirklich denkt und lobt, es hat auch eine gute Wirkung. Auch wenn der andere weiß, dass es nicht ehrlich ist, ne? Das kann man auch in Beziehungen ausüben, das ist witzig. Also du machst nichts, um weniger zu arbeiten, oder? Doch, also es gibt, ich habe ja eben schon gesagt, dass ich glaube, dass stabiles Privatleben wichtig ist, um langfristig diese Firmengründung und auch Geschäftsführung von so einem jungen, schnell wachsenden Unternehmen zu machen. Und da muss man natürlich schon noch Vereinbarungen treffen. Also wenn ich dann nur arbeiten würde, hätte ich halt keine Beziehung mehr und auch keine Familie und auch keine Freunde. Und dementsprechend, es gibt so einfache Regeln wie, ich hab zwei Handys. Ich habe nicht ein Handy mit zwei SIM-Karten, sondern ich habe zwei Handys. Aus dem ganz einfachen Grund, am Wochenende liegt halt eins zu Hause. Mhm. Und das sind so einfache Dinge, die man einführen kann. Auf dem anderen ist auch kein Outlook. Ich weiß auch mein Passwort nicht fürs Outlook. Insofern darf ich auch nicht, komme ich nicht da rein. Und das hilft halt alles, sich selbst zusammenzureißen. Und man merkt es ja dann kommt man zu Hause an, das Handy liegt auf dem Tisch, man hat eine halbe Stunde nichts zu tun, was passiert? Man nimmt das Handy und man guckt halt rein. Und das ist halt, das ist das Schlimmste, wenn das normal ist, hat man aus meiner Sicht ein Problem. Weil das geht über ein Jahr, zwei Jahre, kein Problem. Aber 5 Jahre ist oder noch länger, das ist ja ein Marathon. Ich muss zwischendurch auch mal was trinken. Ja, ja, und, oder runterkommen oder ja. Und mal das, in der Oase Pause machen. Gehst du gerne in Urlaub? Kannst du das? Ich war tatsächlich jetzt Ewigkeiten nicht mehr, aber ich habe tatsächlich Flitterwochen gebucht jetzt im Sommer. Mhm. Ich hoffe, die finden statt. Mhm. Und ich versuche, 4 Wochen lang wegzugehen, ja. Das wird ein starkes Stück werden. 4 Wochen? Aber auch, also ich war jetzt, wie gesagt, seit über einem Jahr gar nicht mehr. Und lass mich raten, seit Corona angefangen hat, oder? Ja. Hm. Ja. Schon länger, also eigentlich seit Sommer 2000, also immer einen Tag oder so gerne, also das mache ich schon mal, aber jetzt nicht länger. Sommer 2019 tatsächlich. Jetzt fällt mir ein. Genau. Jetzt fällt mir ein, dass ich oft sage, ich war schon ein Jahr nicht mehr in Urlaub, aber eigentlich, wo du jetzt das sagst, sind ja fast 2 Jahre, ja. Mhm. Genau. Ja, das geht gerade schwierig. Das ist gerade einfach schwierig. Und das Wichtige ist die Vorbereitung. Also ich würde gerne Urlaub, da muss halt jemand, also die Arbeit bleibt ja trotzdem da, das muss halt dann irgendjemand können, wie ihr Thema delegieren. Ich hoffe, das funktioniert dann. Ja. Das heißt, das ist wieder mein Standard, so welche Tools benutzt ihr intern, also für diese Trennung zum Beispiel bei uns, so zwischen privat und geschäftlich, haben wir da verschiedene Tools auch zum Kommunizieren. Also wir kommunizieren bei der Firma zum Beispiel niemals über WhatsApp, weil WhatsApp privat ist. Ja. Was benutzt ihr? Habt ihr ein ein Messenger-System intern? Nee, also die WhatsApp ist für die Firmenkommunikation verboten bei uns, wegen Datenschutzgründen. WhatsApp ist durchaus mal da, um jemanden zum Geburtstag zu gratulieren, das ist nicht das Problem. Das ist auch schön, aber WhatsApp ist kein, hey, kannst du bitte mal in deine Mails gucken, weil das stört einfach auch. Ja, und, genau. Und das geht nicht. Die Leute haben zum Teil Teams auf dem Handy oder Laptop, genau. Aber das auch freiwillig. Also sie sind nicht verpflichtet, das zu tun. Und wir versuchen eigentlich wirklich auch den Leuten im Feierabend einen Feierabend zu gönnen. Das klappt auch nicht immer. Das wäre auch eine Lüge, wenn ich sagen würde, es klappt.
Aber es soll eine Ausnahme sein, dass man die Leute dann anruft und sagt, hör mal, ich habe dir was geschrieben, kannst du mir bitte noch helfen? Ich brauche dringend das und das und das. Genau. Also die Ausnahme bestätigt wirklich die Regel. Man muss schon die Möglichkeit haben, wenn es Notfall gibt oder so, bestimmte Leute kurz zu erwischen, auch abends. Aber das darf natürlich ganz arg selten passieren. Oder, also für mich, ich habe es jetzt wieder jetzt am Samstag bemerkt, ich musste unbedingt meinen Filmemacher erreichen, um ihm zu sagen, ey, du, am Montag hast du doch frei. Das war wichtig, ja, für ihn. Ja, das ist natürlich. Ja, dann, und das ist dann schön, wenn das Team sich auch meldet, weil es gibt ja auch diese Leute, ach nee, Samstag, ich gehe nicht ran. Ne? Und ich glaube, wenn man diese Disziplin hat, wie ihr sie habt, dass man die Leute in Ruhe lässt, wenn du dann anrufst am Wochenende, dann geht auch jemand ran. Ja, das sehe ich auch so. Ja. Und ich hatte jetzt in den letzten Folgen ein paar Leute, die einfach irgendwie intrinsisch motiviert sind. Wie ist es bei dir? Wie motivierst du dich? Ist es einfach, weil du Spaß hast oder musst du manchmal dich selbst mal Gründe geben? Naja, also ich finde Gründen super geil. Ich finde auch die Geschäftsführungsrolle im selbstgegründeten Unternehmen mega. Mhm. Also es liegt nicht daran, dass man sich grundsätzlich immer wieder motivieren muss. Ich glaube, was immer noch mal bei uns einen zusätzlichen Antrieb gibt, ist der Nachhaltigkeitsaspekt. Also jedes unserer Module kann 1000 Tonnen CO2 beseitigen pro Jahr. Und das bedeutet einfach, je mehr Modulen wir verkaufen, umso mehr CO2 reduzieren wir. Und das ist einfach auch ein Grund, der neben dem Intrinsisch, ich weiß nicht, ob es intrinsisch ist, aber ich finde es einfach sehr gut. Es motiviert mich. Klingt intrinsisch zumindest, ja. Genau. Das heißt, du hast keine Aufgaben, die unangenehm sind, auf die du keinen Bock hast? Doch, auf jeden Fall. Klar. Okay. Ja. Aber prokrastinieren tust du nicht? Nee, also ich muss ja die Aufgaben, es bringt ja auch, also ist immer wieder, es bringt ja nichts, wenn ich die Aufgaben dann nicht mache. Ich kann dann überlegen, ob ich sie persönlich dann, wenn ich sie nicht gut kann, ob ich sie dann abgeben kann, aber es muss ja gemacht werden am Ende. Also am Ende als Geschäftsführer, wenn gucken nicht alle an. Du machst es, genau. So, Jahresabschluss ist nicht was mir unbedingt super viel Spaß macht, weil da muss jeder Beleg gesucht werden, das geht bis ins kleinste Detail. Gott sei Dank hilft mir da jemand, der das sehr ordentlich macht. Jetzt hilft mir auch Gerda dabei, die Finanzchefin, aber macht nicht besonders viel Spaß. Aber trotzdem muss es ja gemacht werden. Und da muss ich mich ja dann nicht drüber aufregen und mich selbst demotivieren, sondern das hakt man dann ab und dann ist auch wieder gut. Ja, ich kann das nachvollziehen. Meine Vermutung ist, warum es so klappt, warum wir uns, also ich muss mich motivieren, aber es funktioniert immer. Ich glaube, es ist einfach, weil wir es uns ausgesucht haben. Wir haben es uns ausgesucht und ich habe es mir wirklich bewusst ausgesucht. Ich habe gewusst, irgendwann mal werde ich schimpfen wegen irgendwelche Mitarbeiterprobleme, irgendwelche Finanzprobleme, irgendwelche Regulationsprobleme werden mich irgendwann mal so wirklich nerven. Und wenn man das aber aus eigener Wahl macht, dann macht es nicht einfacher, aber also es verlangt weniger Selbstmotivation. Das kommt von innen. Ne? Ja. Hältst du dich fit? Also du bist fit, aber machst du was dafür? Ich bin oder fit, bist du einfach nur jung? Zu wenig. Ich bin fit, ich mache zu wenig. Okay. Auch das muss man, ich sage immer, es gibt so Phasen. Also es gibt die ersten 2 Jahre von meiner Gründungsgeschichte, da ist man so richtig wieder, es fährt eine fette Party nach der anderen. Ist eigentlich nicht mehr normal. Okay. Wir haben auch im Gründungsteam haben wir am Anfang abnormal viel gefeiert, einfach weil das so geil war. Einfach ein Erfolg nach dem anderen und wir sind jetzt 5 Mitarbeiter, wir sind jetzt 10 Mitarbeiter und gibt's wir haben immer jetzt Gründe zu Auftrag. Feiern. Mhm. Ja, und das ist einfach, man ist wie in so einem Film. Ja und irgendwann merkt man aber, dass der Film wirklich auch einen großen Teil des Lebens beansprucht. Und man will das ja dann, weil das ja so schön ist, aber man macht dann immer weniger Sport und Sport wird dann nur noch von 6 bis 7 abends oder von 7 bis 8 abends gemacht und so wird das immer nach und nach weniger und ich glaube, dass ich jetzt so ein bisschen in der Phase bin persönlich, wo ich merke, dass ich manche Sachen auch wieder hochfahren muss und Sport gehört da definitiv dazu. Hier jetzt in Stuttgart neu hingezogen, ist ja
für Anfänger zumindest ein Mecker fürs Mountainbiken. Ich habe mir jetzt ein neues Mountainbike gekauft und das ist jetzt was ich mache. Genau. Also dein Sportart ist Mountainbike oder gibt es noch? Ich würde das nicht meine Sport. Ich habe mal Handball gespielt. Ich habe jegliche Passion an Sport verloren. Ich bin ins Fitnessstudio gegangen, weil ich mich fit halten wollte. Aber so richtig Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Jetzt letzte Woche, wie gesagt, ein Fahrrad gekauft und bin hier durch die Berge gedonnert und habe dann ausgesehen, alles voll mit Matsch. Und das war cool. Das hat Spaß gemacht. Das mache ich jetzt auf jeden Fall öfters. Mountainbike oder mit so einem Motorchen? Nee, Elektromotor habe ich mir jetzt nicht zugelegt. Ich habe es aber schon bereut bei der ersten Steigung. Ja, in Stuttgart kannst du dich jetzt wirklich fertig machen. Ja. Geh mal auch Richtung Esslingen und so, da ist es ja auch spannend. Ja, da muss ich ja hoch. Ja. Da muss ich ja hoch. Ja, aber das Geniale hier in der Region ist, du kannst tatsächlich, also zumindest von Esslingen nach Stuttgart mit dem Fahrrad gehen, ohne überhaupt auf die Straße zu kommen. Es geht nur durch Parks und am Neckar und so weiter. Das ist total spannend. Ja. Und wenn du am Neckar bleibst, dann geht es halt nicht so hoch und runter. Das stimmt, aber dann kann man auch nicht Mountainbiken, das ist das Problem. Ne? Ja, da brauchst du ja kein Mountainbike. Ja. Wie willst du dich fit, ich meine seelisch, körperlich, also oder intellektuell? Machst du was? Meditation oder solche Sachen? Nee, also ich habe jetzt durch Corona im Januar wieder angefangen, ich mache einen Angelschein. Ich habe seit ich klein bin, angel ich so einmal im Jahr und das hat mich immer beruhigt, hat mir immer Spaß gemacht. Und habe jetzt beschlossen, dass ich einen Angelschein mache, damit ich auch mal für eine Stunde hier an Neckar gehen kann zum Beispiel und fischen gehen kann. Das ist für mich Meditation oder ansonsten, ich achte einfach wirklich drauf, ich bin ein Familienmensch, der sich gerne mit der Familie trifft. Meine Schwester wohnt auch hier in Stuttgart. Okay. Und das tut mir einfach gut, dann mit anderen Leuten, mit denen ich gerne meine Zeit verbringe, einfach zu sein. Genau. Reden wir mal kurz über das Angeln. Mit wem, also du erinnerst dich hundertprozentig an das erste Mal, wo du gehangelt hast, oder? Ja, auf jeden Fall. Mit wem war das? Mit meinem Großvater damals. Okay, so wie ich. Ja. Wo? An einem kleinen Fluss im Saarland. Und der erste Fisch, erinnerst du dich auch dran? Nee. Nee, also ich weiß es noch, ja. Und du hangelst, ich kenne die deutschen Ausdrücke nicht, mit so einem Kork oder mit Werfen? Ja, mit allem, also verschiedene Dinge gibt es ja da, okay. Genau. Je nachdem, was für ein Fisch. Ja. Ja. Also es tut mir leid, also ich hoffe, ich verletze da keine Leute, die also mehr in der Tierschutzgedanke sind, aber ich angle unheimlich gern und jedem Angler verbindet das Angeln mit dem ersten Mal, wo er es gemacht hat und es ist sehr oft eine Generationsgeschichte. Es ist witzig, dass es bei dir der Großvater war, bei mir war es auch mein Großvater, der mir gezeigt hat, wie man das macht und mir das erste Mal diesen Angel in die Hand gegeben hat und so weiter, ne? Also bei mir ist es, weil du Tierschutz sagst, super spannender Punkt. Ich mache das gerade deswegen, weil ich die Natur in dem Moment so wahrnehme und weil das mir extrem viel bringt. Ja. Also man macht ja auch einen Angelschein, damit das sozusagen das Umgang, der Umgang mit dem Lebewesen auch funktioniert und auch nicht qualvoll ist. Und insofern, man schätzt ja auch den Fisch in der Pfanne danach viel mehr, als wenn man ihn irgendwo im Supermarkt kauft. Und für mich ist das selbst gehangelt, also gejagt. Und deswegen für mich so ein Ausgleich im Kopf, weil das wirklich eine bewusste Wahrnehmung von diesem, einfach der Natur ist, für die man ja auch teilweise bei Neratec dann auch wirklich viel arbeitet. Ja, also ich verstehe das. Ich angle nicht mehr, seitdem ich in Deutschland bin. Ich weiß nicht, wie es jetzt in Frankreich ist, aber früher in Frankreich hast du halt einfach nur einen Angelschein gekauft. Das hast du bezahlt jedes Jahr und du konntest überall angeln, wo du willst. In Deutschland ist es wie immer etwas reglementierter, etwas komplizierter. Du musst einen Schein machen und dann darfst du nur von da bis da angeln und so. Ich weiß nicht, wie es jetzt in Frankreich ist. Ich bin schon lange nicht mehr Angler. Ich angle immer wieder, wenn ich am Meer bin. Ja, weil da kann jeder, ist es in Deutschland auch so, jeder kann am Meer angeln. Ist halt weit weg. Ja, da oben im Norden, oder? Es geht nicht mal eine Stunde. Nee. Ja, aber von Stuttgart ist es schon weit weg, ja. Ja. Kannst du dich daran erinnern, was das Letzte ist, was du gelernt hast? Privat oder geschäftlich?
Also jetzt kleine Dinge oder größere Dinge? Weil, ja, das Erste, was dir einfällt, da bist du ganz frei. Also größere Dinge, wie gesagt, ich lerne sehr stark das Delegieren und den Umgang auch mit einfach Mitarbeitern. Ja, was bedeutet es, ein Unternehmen wirklich zu führen? Das ist, glaube ich, was man jetzt sehr stark mitnimmt. Ja, kleinere Sachen, ständig. Ständig, ne? Ja, also es fällt einem gar nicht mehr so auf, weil man ständig, ja, okay, das war interessant. Das hätte ich jetzt nicht, ja. Okay, also wir kommen jetzt zu Ende unseres Gesprächs. Und ich stelle immer die gleiche Frage. Und zwar, nach dem Studium, bevor du deinen ersten Job als Berater, du warst in der Beratung, hast du gesagt, ne? Ja. Am Anfang. Also kurz nach dem Studium, bevor du deinen ersten Job als Berater angenommen hast, und könntest du also diesen jungen Philipp etwas ins Ohr flüstern, was würdest du ihm sagen? Also ich würde tatsächlich nicht viel anders machen, weil ich da sehr, sag mal, selbstbewusst bin, dass das alles bisher sehr gute Entscheidungen waren. Und würde einfach sagen, dass ich da selbstbewusst einfach die Sachen angehen kann. Also man denkt natürlich über viele Dinge nach, und viele Dinge sollte man nicht so viel nachdenken, weil das einfach richtig so ist. Und dann kann man eben auch Vollgas geben. Okay. Wo findet man, also okay, Inneratec kommuniziert sehr viel und sehr gut, aber wo kontaktiert man dich am besten, wenn fremde Leute dich dann mit dir Kontakt aufnehmen wollen? LinkedIn, Insta, LinkedIn. Was ist TikTok? Nee. LinkedIn ist auf jeden Fall die beste Social-Media-Plattform. Und wenn es dann mal Telefonate gibt, dann landet man vermutlich bei Isabel zuerst, und dann reden wir gerne drüber, wie es weitergeht, genau. Eine letzte Frage, Philipp. Was hast du noch vor? Also privat, geschäftlich oder beides? Okay. Also geschäftlich, ja. Geschäftlich, wir haben auf jeden Fall den Plan, gemeinsam Inneratec zum Unicorn zu machen. Also das soll auf jeden Fall eine große Firma werden. Das ist eine Challenge, da freuen wir uns alle drauf. Und was es eben bedeuten wird, wenn wir ein Unicorn werden, ist, dass wir auch einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben werden. Und das sind die beiden Dinge, die mir beruflich einfach sehr wichtig sind. Also ein Unternehmen, was jetzt nur erfolgreich wäre, wäre nicht so attraktiv wie ein erfolgreiches Unternehmen im grünen Bereich. Und das im Privaten, glaube ich, sind Sachen, die relativ normal sind. Ich habe mit meiner Frau eine Mini-Familie, also noch keine Kinder, und mit meiner Familie eine bisschen größere Familie, die ich sehr mag und die ich liebe und die mir sehr wichtig ist. Und das möchte ich einfach weiterhin pflegen und in der Lage sein, das auch zu genießen. Es klingt nach wieder sehr ausgewogen, ja. Ich bedanke mich bei dir, Philipp. Das war ein schöner Moment. Das war natürlich sehr spannend, weil das Thema habe ich gar nicht gekannt. Jetzt habe ich ein bisschen was verstanden. Dann würde ich sagen, wir beenden das jetzt und tschüss. Vielen Dank für deine Zeit, für eure Zeit. Ciao. Et voilà, Sie haben es geschafft, diese Folge bis zum Ende zu hören, und ich danke Ihnen dafür. Sollte Ihnen dieser Podcast gefallen, vergessen Sie nicht, ihn zu teilen und darüber zu sprechen. Abonnieren Sie uns und zwingt Freunde und Familie, es auch zu tun. Sie finden uns auch online unter 0auf1.com. Und falls Sie eine Internet- und Medienagentur mit einem breiten Spektrum an Erfahrungen und Kenntnissen brauchen, melden Sie sich. Das Team von L'Agence wird sich besonders gut um Sie kümmern.